Guten Morgen. Willkommen zu unserer Fraktionssitzung am 8.3., auch wenn das Datum des Dateinamens etwas anderes sagt. Ich stelle fest, dass wir beschlussfähig sind. Es sind 13 MDL anwesend. Kommen wir zum öffentlichen Teil der Tagesordnung. Erstens, Genehmigung des Protokolls vom letzten Mal. Gibt es dazu Anmerkungen, Einwände, irgendetwas? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Ist jemand gegen die Genehmigung des Protokolls vom letzten Mal? Auch das nicht der Fall. Möchte sich jemand enthalten? Also einstimmig so genehmigt. Kommen wir zu Top 1. Beschlussfähigkeit habe ich schon festgestellt, nicht öffentliche Teile. Es gibt einen Antrag von Joachim, der möchte gerne ab 11.30 Uhr etwa 30 Minuten nicht öffentlichen Teil, fraktionsöffentlich. Gibt es sonstige nicht öffentliche Teile, Dietmar? Ja, ich hatte noch eingetragen heute Morgen wegen des gestern um 18 Uhr abgelaufenen Umlaufbeschlusses, der nur 6 Stimmabgaben verzeichnen konnte. Der müsste dann gemäß Satzung dann heute in der Fraktionssitzung abgestimmt werden, abschließend bezüglich Nachtragshaushalt. Alles klar, jetzt sehe ich das auch. Ich habe das mal nach oben gezogen. Nicht Fraktions. Gut, wie lange? Ach, da steht es, okay. 5. Gut, 5 Minuten. Nein, Quatsch. 5 Minuten reichen. Nein, die 5 Minuten reichen. Die haben wir auch letzte Woche, Mittwoch war es, glaube ich, auch gereicht. Die haben auch in der Plenarvorbesprechung voll gut lange gereicht. Also ich mache mal eine Viertelstunde draus. Wenn ich darf. Du hast so mitgemacht, Adelina. So, jetzt. Gibt es sonstige nicht öffentlichen Teile, die jemand beantragen möchte? Dass es nicht so ist. Ja? Ich habe eine Frage. Bitteschön. Also 30 Minuten hatte Joachim beantragt, Vorstellung, große Anfrage steht da. Wirklich nicht öffentlich? Nicht öffentlich, definitiv. Fraktionsöffentlich, aus strategischen Gründen. Okay, ich gebe zu Protokoll, also für mich, ich kann dem nicht zustimmen, also ich verstehe es halt nicht. Okay. Ja, gut. Ja, hier behalt mal und wirf bitte nicht aufs Mikro, das hört man. Gut, gibt es jemand, der gegen die Abhaltung dieser beiden nicht öffentlichen Teile ist? Möchtest du, dass ich einzeln abfrage? Nein, oder? Bitte? Machen wir gesamt. Ist jemand gegen diese beiden nicht öffentlichen Teile? Also 45 Minuten nicht öffentlichen Teil. Möchte sich jemand enthalten? Das ist der Daniel. Ansonsten einstimmig angenommen. Gut, kommen wir zu Top 2, Bericht der Pressestelle. Tina. Ja, ich denke, dass der gleich mal hier runterkommt und was sagen wird. Jens ist ja immer noch nicht da, der ist ja erst am Montag wieder da. Die Anfrage, die bei mir gelandet ist, habe ich der weitergeleitet. Ne? Da ging es dann nur. Hast eine Antwort schon? Ja. Mit Text. Soll ich das so weiterleiten? Wir können gerne drüber reden. Okay. Ich habe Mario gerade gesehen mit der IT. Vielleicht hat er noch irgendwie Probleme, die da gerade gelöst werden. Dann stellen wir den Punkt einfach zurück. Nein? Ja? Nein? Ah, die LPK hat Mitgliederversammlung und der Mario ist da hingegangen. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Wir haben da gestern darüber geredet. Alles gut. Stellen wir dann trotzdem zurück für ans Ende. Dann machen wir jetzt Top 3 Bericht des Fraktionsgeschäftsführers. Also wie gesagt, der Mario hat sich entschuldigt. Heute ist die Mitgliederversammlung der Pressekonferenz und da hat er die Prioritäten einfach dahin verlegt, was ja auch sinnvoll ist. Ein paar kleine Informationen. Wir haben seit gestern den Mitarbeiter Danny Paul Heise als Referenten für den PUR Silvesternacht 2015. Der hat gestern angefangen. Ach, der Mario ist doch da. Gut. Und der
Der wird jetzt, er hat gestern schon bei der Ausschusssitzung teilgenommen, er wird in der Lippestraße sitzen. Dann haben wir gestern in der Referentenrunde über das Warm-up für die Plenartage gesprochen. Daniel hat ja darauf hingewiesen, dass man das optimieren kann. Es ist vereinbart worden, dass das Vorstandsreferat sich darum kümmert, dass die Plenartage beim Warm-up strukturierter ablaufen. Das ist gestern verabredet worden. Dann haben wir heute eine Neuverteilung der IT-Aufgaben vorgenommen, und zwar eine Arbeitsaufteilung zwischen Friedrich und Gerrit. Wir haben alle Mitarbeiter, alle Abgeordneten informiert, sodass jeder Bescheid weiß, wer für was zuständig ist. Nico Kern ist in Idomenie zurzeit, bis Donnerstag noch. Er hat sich da spontan entschlossen. Das ist im Vorstand gestern dann auch so abgesegnet worden. Und das wäre es dann auch schon. Und heute steht das Car-Office in Dortmund. Diesel. Eine schwierige Frage. Okay. Einmal gucken. Da das ja der Bericht aus der Vorstandssitzung auch gestern ist, möchte ich eins anfügen. Weil ja in der Mailingliste auch darüber geredet wurde, dieser grünen Tweet, der gelöscht wurde. Wir haben uns ja gestern in der Vorstandssitzung kurz zu unterhalten. Ich möchte das eben weitergeben, was wir gestern gesagt haben. Der Tweet wurde gelöscht auf Drängen der grünen Landtagsfraktion, die gesagt haben, sonst werden wir euch von Kali zerren, ihr benutzt da unser Logo. Mit gleichzeitiger Idee eines Lösungsvorschlags hätte man das Logo benutzt und hätte es entsprechend abgewandelt. Thema in Anführungszeichen Schöpfungshöhe, mein Gott. Und hätte da ein bisschen was dran karikiert, wäre das in Ordnung gewesen. So haben wir das Originallogo benutzt. Das ist als Marke geschützt und dann wollten sie auf einmal steil gehen. Die Idee dahinter. Wir haben das, also Marc hatte mich angesprochen, wir haben da auch ein bisschen drüber gestern in der Vorstandssitzung dann geredet. Wir haben natürlich eine Position zum Thema Urheberrecht und Markenschutz. Allerdings umfasst diese Position nicht, Marken unverändert benutzen zu können, wenn sie denn als Marke geschützt sind, sondern die Position umfasst immer Copy, Remix und Share. Und das Remix gab es halt nicht in diesem speziellen Fall. Und deswegen haben wir oder hat Marc tatsächlich dieses Logo beziehungsweise dieses Bild an sich rausgenommen bei Twitter und hat dann aber sofort ein von einem anderen Fraktionsmitglied veröffentlichtes Bild retweetet, um den Inhalt öffentlich zu halten. Das hat zeitlich sich, also das war dann Kai, der natürlich auch entsprechend, mit dem das nicht abgesprochen war, aber das hat sich zeitlich einfach überschnitten, dass Kai da schneller war. Und deswegen haben wir das dann retweetet und haben das dann benutzt. Ja, das zu der Diskussion gestern im Vorstand. Jetzt haben wir 4 Wortmeldungen. Dirk, Daniel, Frank, Olaf. Also ich wundere mich gerade ein bisschen. Also jetzt mal Markenrecht, Urheberrecht hin und her. Aber in einer politischen Debatte auf Urheberrecht zu pochen, also ich frage mich gerade, warum haben wir uns nicht verklagen lassen? Also jetzt mal ernsthaft, also erstens ist das mal gar nicht sicher, ob wir verloren hätten und zweitens, selbst wenn, also die Grünen hätten sich damit selber lächerlich gemacht, das hätte das gar nicht passieren können. Ernsthaft jetzt? Oh mein Gott, also das ist unfassbar. Ja, vielen Dank. Natürlich das, was Dirk sagt, ich finde das schade. Ich werde jetzt auch nicht darauf eingehen, dass ich den Informationsfluss kacke finde. Also eine billigere Kampagne kriegen wir nie wieder. Ja, also jeden Campaigner, den wir einstellen oder jede Kampagne, die wir nach außen geben, ist teurer als die paar tausend Euro dann irgendwie für eine Abmahnung. Also, und mal ganz im Ernst, wenn die Grünen das wirklich hätten machen wollen, uns da wirklich abmahnen oder dagegen klagen. Also,
Ich bin mir nicht sicher, ich sag mal so, die wären dann nicht allzu gut beraten gewesen. Also das ist eine völlig luftlose Drohung, die da im Raum gestellt wurde. Und wir sind da leider sofort eingeknickt, finde ich außerordentlich bitter. Das Remix ist übrigens gegeben, zwar nicht mit dem Logo, wir haben aber auch nicht das Logo allein getwittert, sondern letzten Endes ein Kampagnenbild, wie die Grünen das normalerweise halt auch eben tun. Wir haben halt die Wahrheit darauf geschrieben, wie sie sich hier im Landtag verhalten, das finden die irgendwie doof, weiß ich nicht. Ich fand das genial, die Idee letzte Woche war genial, das zu machen, also die Idee kam ja von Lukas. Und mein Gott, dass die das irgendwie doof finden, das war doch auch von vornherein klar. Und da müssen wir einfach auch mal die Eier in der Hose haben, das durchzuziehen und sagen, hier, nee, wir lassen das Bild genau so drin. Und das Löschen und dann irgendwie einen anderen retweeten, das hilft uns ja nicht weiter. Also die Retweets und so diese erste Welle ist weg. Zweitens finde ich dann schade dabei, also genau diese Info dann zumindest, nämlich dass die Grünen uns hier quasi mit Klage drohen. Die wäre auch ganz schön gewesen, die direkt zu verbreiten. Da gibt es ja sowas wie so Streisand-Effekt und so weiter und so fort. Aber das muss auch alles dann irgendwie zeitnah geschehen. Jo. Ich lasse das jetzt auf jeden Fall mal so stehen. Ich hatte mich direkt gemeldet, weil ich finde, das Remix, so wie wir es verwenden und verwenden wollen, hast du falsch genutzt, weil wir haben natürlich einen Remix gemacht. Wir haben einen Remix gemacht. Nur, wie wir das verstehen, wir wollen das machen von Dingen, wo es das Recht dazu gibt. Das gibt es nach der momentanen Gesetzeslage hier nicht, hat es das nicht gegeben. Es gibt einen Markenschutz auf das Logo. Wie man das im politischen Kontext benutzt, ist eine Geschichte. Haben wir gerade schon zwei Wortmeldungen zu gehabt. Sehe ich durchaus ähnlich. Wir können das mit einem ESSO oder sonstigen halt so im Moment nicht machen. Ich würde das halt keinem empfehlen. Das heißt, da haben wir eine andere Vorstellung, wie die Urheberrechte geändert werden müssen, damit ein richtiger Remix möglich ist. Das wollte ich nur dazu anmerken. Ich würde dafür sogar echt, also was stand drin? 5.000 bis 10.000 Euro? Ich meine, wirklich echt, die Werbekampagne hätte man nie wieder gekriegt für den Preis. Ja, ich. Ja, dasselbe wie die anderen. Also ich habe da ziemlich angepisst und ich finde, wir hätten da eine Chance auf einen Shitstorm gehabt gegen die Vollkorn-CDU und das haben wir verkackt. Und die Art und Weise, wie das gelaufen ist, ist auch symptomatisch. Da macht einer irgendwas und schreibt aber nicht über die Liste, dass so eine Ankündigung der Grünen vorliegt und wie wir uns dazu verhalten sollen, sondern kuscht ganz schnell. Und die Grünen, die haben ganz genau gewusst, mit wem sie es hier zu tun haben und mit wem sie das machen können. Denn so eine Satire, pass mal auf, du quatscht nicht dazwischen. Du quatscht jetzt nicht dazwischen. So eine Satire-Nummer machen andere Parteien auch miteinander die ganze Zeit. Du hast immer wieder siehst du Plakate, mit der eine Partei, die Aussagen der anderen karikiert. Das ist völlig normal. Aber wir, nein, wir kuschen. Gut. Gut. Ja. Ja. Das ist so und das bleibt auch so, weil nach der Diskussion, die wir dann hatten letzte Woche, das eine schon gelöscht war und das andere nicht. Meine Empfehlung war, lass es einfach dran und lass uns gucken, was passiert und lass uns darüber reden. Auch in der Fraktion, da war es aber schon passiert auf Twitter und deswegen ist es jetzt so, wie es ist. So, machen wir weiter mit, achso, du wolltest was sagen, war es eine Meldung, dann sag was.
Entschuldigung. Ich hoffe, ich genieße noch ein wenig Welpenschutz. Im Großen und Ganzen Zustimmung zu Daniel, so wie er das gesagt hat. Zwei Fragen habe ich. Kann man, also sowas kann passieren. Shit happens, ist eben so. Macht keiner so richtig bewusst. Ich glaube aber auch nicht, dass davon der Wiedereinzug abhängt. Ich habe dann die Diskussion auf der Mailingliste verfolgt und das hat mich irritiert. Das kannte ich so nicht, auch in der epischen Breite nicht. Die Zeit hätte man sicherlich nutzen können, um den Fail in anderer Seite durch politische Arbeit wieder gerade zu biegen. War so eine Idee. Und B, ist es, sind die Strukturen, was Twitter und so weiter angeht, irgendwo dokumentiert? Wie funktioniert das eigentlich? Gibt es Dokumentationen darüber, wer wann was aus welchem Grund überhaupt macht in Social Media? Also wir können das jetzt hier nicht in epischer Breite auswalzen. Die Antwort lautet nein. Aus der Geschichte heraus kann jeder, der einen Zugang hat, und das sind die MDL und das ist die Pressestelle, auf Twitter schreiben oder auch nicht. Das hat was mit der Entwicklung zu tun, wie Social Media bei uns mal gesehen wurde, dass wir die Social-Media-Partei sind, dass wir das selber bedienen können und so weiter. Die Realität hier im Landtag hat gezeigt, es ist anders. Aber trotzdem gibt es einige, die das immer noch benutzen und auch bedienen. Auch zum Beispiel, um aus dem Plenum zu twittern oder Ähnliches. Und von daher, es gibt keinen Flaschenhals dabei. Olli. Nur als Info, es gibt Kürzel, ne? Die sind festgelegt. Und die sind, glaube ich, auch auf unserer Homepage irgendwo einsehbar. Um zu markieren, wer twittert. Aber funktioniert natürlich. Ich weiß, also erstens würde ich anregen, dass wir uns vielleicht mal mit den 3, 4, 5 Leuten, die sich hier so ein bisschen aktiver in Social Media beteiligen, vielleicht gern mal zusammensetzen. Dann brauchen wir nicht so viel Zeit in der Phrasi. Was die Kürzel angeht, ja, bei einem normalen Tweet passiert das meistens, dass derjenige seinen Kürzel irgendwie dahinter setzt. Bei einem Retweet siehst du das natürlich nicht, weil das hatten wir auch schon in der Vergangenheit historisch, dass dann vielleicht irgendwas retweetet wurde, was dann eher kritisch gesehen wurde. Dann weißt du aber halt nicht, warst du das jetzt, warst der Olli oder keine Ahnung wer. Ne? Ich habe schon wieder den Mund voll. Ihr müsst mal länger reden, wenn ich kaue. Kein Ding, gib mal. Okay, dann Bericht des Vorstandsreferenten, Nixos. Bitteschön. Des Vorstandsreferats natürlich und aus den Kernarbeitskreisen. Konsens war doch der Appell an euch, nach einer sicherlich angemessenen politischen Diskussion nochmal über die Inhalte, die sicherlich ansteht, ihn wirklich jetzt einzureichen, das Ganze nicht nochmal hinauszuzögern, denn wir sind der Meinung, dass das jetzt lang genug gedauert hat. Und in der Folge wird ja noch gearbeitet, in den Ausschüssen gehen und die Dinge passieren, die da passieren müssen, inklusive einer hoffentlich stattfindenden Anhörung. Also das Ganze nicht nochmal verzögern, das ist der klare Appell. Außerdem gab es noch eine leicht kontroverse Diskussion tatsächlich zu dem Dieselgate-Antrag. Das wird sich aber auch nochmal hier bei der Besprechung der Anträge, denke ich, wiederholen. Und ich bin gespannt darauf, auf die Argumente, die da kommen werden. Dann hatten wir einen Gast in den beiden folgenden Kernarbeitskreisen, Transparenz, Menschenrechte. Jetzt muss ich den Namen gerade mal kurz suchen. Bitte?
Tom Schlanski, genau. Der hat über Transparenz und Beteiligung in den Parlamenten berichtet. Das ist Pseudonym, oder? Bitte? Das ist Pseudonym. Nee, das ist echt so. Der schreibt auch Bücher unter dem Namen. Also es gibt ein interessantes Buch von der arbeitet an der Zeppelin-Universität, wenn ich das richtig sehe. Ich war leider nur beim Schluss dabei. Ich denke, die Lara kann da noch mal was zu sagen. Vielleicht gibt es auch noch eine kurze Zusammenfassung im Protokoll. Auf jeden Fall ein interessanter Gast, der konstruktive Beiträge leisten kann oder geleistet hat. Der Arbeitskreis Digitales hat sich unter Beteiligung von Lukas sitzt hier, glaube ich, nochmal recht interessant mit der weiteren Strategie, und vielleicht kannst du noch ein paar Worte ergänzen, im Bereich Freifunk auseinandergesetzt. Da gab es durchaus noch einen Plan, wie da weiter verfahren wird. Ja, das war die Kurzfassung erstmal. Eine Million von der Staatskanzlei. Es gab da, vielleicht magst du noch zwei, drei Sätze dazu sagen. Ja, nee, wir haben einfach nur überlegt, nach diesem gemeinsamen Antrag haben wir so eine Bestandsaufnahme gemacht, was ist seitdem passiert, und vor allem auch isoliert, was ist nicht passiert. Und da haben wir auch kleine strategische Überlegungen gemacht, wie wir das angehen, um auch diese bisher noch nicht durchgesetzten Forderungen aus diesem Antrag dann mal vielleicht ein bisschen seicht anzustoßen und welche Stufen es gibt, um da halt das Ganze zu beschleunigen. Voll unspektakulär. Gut, ergänzend noch, anstehend tut ja das Fraktionentreffen, 24. April rum, 24. ist es, glaube ich. Da besteht durchaus noch die Möglichkeit, Input zu geben. Die Themen, die bisher vorgegeben sind als Diskussionsthemen für die Strategie der im Landtagen vertretenen Fraktionen im Hinblick auf den Wahlkampf. Bisher sind das die Blöcke Digitale Agenda, die wir da gemeinsam entwickeln wollen im Hinblick auf den Wahlkampf. Cannabis, ÖPNV sollen gesetzte Themen sein, die da diskutiert werden, die auch in den Kernarbeitskreisen vorbereitet werden. Tunlichst mit Ergebnissen, die dann auch konkret genug sind, dass anhand dessen an diesem Treffen diskutiert werden kann, dass man da nicht bei Null anfangen muss. Und natürlich das große, alle bewegende Thema Flüchtlinge. Das ist unvermeidlich und wird auch dazukommen. Es gab da durchaus auch Leute, die das so nicht vollständig fanden oder die meinten, das seien nicht die wahlkampfrelevanten Themen. Aber es ist darauf hingewiesen worden, zu Recht, Lara hatte das rumgeschickt, hat um Input gebeten. Also wenn von Seiten der Abgeordneten oder auch der Referenten die Aussage kommt, nee, da fehlt aber mein ganz wichtiges Thema oder dieses ganz wichtige Thema, ohne das können wir keinen Wahlkampf bestreiten und schon gar nicht erfolgreich bestreiten, wäre es jetzt an der Zeit, das reinzubringen. Denn irgendwann wird das, die Vorbereitung konkretisiert, die Arbeitskreise befassen sich damit, es wird was dazu geschrieben als Vorlage, und das wäre dann die Basis. An diesen Tagen gibt es sicherlich auch noch einen Slot, der offen ist, aber es wäre schon gut, wenn man rechtzeitig sagt, ey, das ist das Ding und darüber wollen wir reden und das sollte vorbereitet werden. Das wäre mir persönlich auch wichtig, dass wir da das sinnvoll füllen, denn die Leute kommen von weit her, viele Leute kommen, hoffe ich, und das wäre schon gut, dass das gut vorbereitet ist und nicht Leute dann sagen, ey, das ist aber alles scheiße und wir wollen ja ganz andere Themen. Das Wort, das Unparlamentarische, entschuldige ich mich für. Bitte, also. Und die Hinweise darauf bitte an Lara, das nochmal. Genau, an Lara, und Lara wird es dann integrieren in ihr, von Konzept wird das weiter bearbeiten und es wird in die Kernarbeitskreise gespielt, also es wird damit verfahren, aber so viel Zeit ist auch nicht mehr, und dann gibt es ja auch noch die berühmte die vorlesungsfreie Zeit. Es wäre schon gut, wenn das vorher da ist. Ne? Ansonsten, ich moderiere zwar nicht, aber hatte sich auch Joachim gemeldet. Bist du. Vielen Dank, Michel. Mal vor dem Hintergrund dessen, was Nixus gerade gesagt hat, einem völlig operationsfähigen Pressestab des Bundesvorstandes und der 3, 4 Landtagsfraktionen, stelle ich einen Antrag aufs Meinungsbild an die hier anwesenden Abgeordneten. Wer von euch glaubt, dass die von Nixus genannten Themen ausreichen, um über 5% zu kommen? Soll ich es nochmal wiederholen oder hat sie jeder noch im Kopf? Darfst du gerne wiederholen? Ich muss mir das jetzt Gedanken machen. Okay, also 4 Blöcke Digitale Agenda, Cannabis in der gesamten Bandbreite mit Dingen auch ergänzt noch um liberale Drogenpolitik, ÖPNV als großes Thema und das unvermeidliche, mit Sicherheit dann auch noch bis Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres relevante Thema Flüchtlinge. Das sind die bisherigen 4 Themenblöcke, die hier auf der Agenda stehen.
organisierter Meinungsbild. Meinungsbild habt ihr gehört. Wer ist der Meinung, dass diese vier Themen ausreichen, um über 5% oder an die 5% zu kommen? Darfst du nicht an den Themen hängen? Ja, du kannst die Hand unten lassen. Also einer ist der Meinung, teile ich dem Antragsteller mit. Ja, zweites Meinungsbild, wer ist nicht der Meinung, dass diese vier Themen reichen, um über 5% zu kommen? Das sind 6. 7. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ja, ja. Ich habe deine wackelnde Hand gesehen. Gut. Nixus? Gut. Ich bin nicht gefragt worden, deshalb habe ich auch nicht mit abgestimmt. Ich bitte dann aber ausdrücklich nicht nur die 6, die nicht dieser Meinung sind, dass das ausreicht, vielleicht noch Input zu liefern, vorzugsweise relativ bald, wie aus Ihrer Sicht diese Themen noch ergänzt werden müssten, um denn einen Wahlkampf führen zu können mit Themen, die uns dann ganz sicher über die 5% bringen. Also das ist der Appell. Und ich glaube, noch ist der Zeitpunkt nicht zu spät, auch wenn schon vor x Wochen darum gebeten wurde. Man kann es nochmal wiederholen, ich tue das hiermit und es wird mit Sicherheit aufgenommen und nicht irgendwie verworfen werden, nur weil jetzt jemand sagt, ey, ist zu spät. Gut, Danabot. Mir fehlt tatsächlich die Energiepolitik in erster Linie. Da haben wir Alleinstellungsmerkmale hier und was? Was gibt es darum? Nein, wir haben, das ist ein ganz wichtiges Thema in Nordrhein-Westfalen. Und der Grund, warum das hier immer so lange dauert, ist auch immer, dass dazwischen gequatscht wird mit irgendwas. Wir haben Alleinstellungsmerkmale und das ist ein extrem wichtiges Thema in Nordrhein-Westfalen. Das war es schon. Jetzt 2 Minuten gedauert, weil dazwischen gequatscht wurde. Hätte ich sonst in 30 Sekunden gesagt. Nixus mit Mario. Ja. Selbstverständlich bin ich auch der festen Überzeugung, dass Energie in NRW unvermeidlich und entscheidend wichtiges Thema sein wird. Wir bespielen das ja auch hinreichend. Hier geht es aber vielleicht im Wesentlichen, oder der Hintergrund ist ja 4 Fraktionen, die in Landtagen vertreten sind, Saarland, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Berlin. Da ist die Gewichtung sicherlich unterschiedlich und das war Schwerpunkt der gemeinsam zu bearbeitenden Themen. Ich kann mir gut vorstellen, dass in Berlin, gegebenenfalls auch im Saarland, Energie eine andere Gewichtung hat, Schleswig-Holstein mit einem anderen Schwerpunkt, eher Richtung Windenergieausbau. Insofern ja, Energie gehört sicherlich aus meiner Sicht da auch rein in NRW, aber nicht zwingend als Slot auf diesem Treffen, wo sich die Fraktionen darüber enthalten. Aber nichtsdestotrotz, ich nehme das auf, auch hier als Anregung. Ich werde auch mit Lara darüber sprechen und übergebe gerne an den Nachfolger, den Mario. Ich will mal so sagen, warum kastrieren wir uns so? Die Themen des Fraktionstreffens werden, egal wie sie geartet sind, nicht zum Einzug reichen. Vielleicht hat das der eine oder andere nicht mitgekriegt. Es gibt momentan eine Partei, die mit ganz, ganz wenigen Themen über 5% kommt, und zwar massiv. Und die da vermeintlich eine Kernkompetenz hat für einige Menschen und wo es dann funktioniert. Es gibt Themen der Piraten, die von einigen, nicht von 95%, aber vielleicht von 6% für wichtig erachtet werden. Die haben aber nichts mit dem Fraktionentreffen zu tun. Freiheit, Bürgerrechte, Bürgerbeteiligung, Bildung sind ja unabhängig davon. Das sind die Kernthemen der Piraten, wo uns eine große Kompetenz zugetroffen wird. Aber auch wenn die auf dem Fraktionentreffen beraten werden würden, geht es nicht um die 5% und den Wiedereinzug. Bei dem Fraktionentreffen geht es doch darum, eine strategische Allianz zu entwickeln, die bestimmte Themen schwerpunktmäßig in mehreren Feldern, in mehreren Bereichen, Ländern aufzeigt. Da geht es um Strategie, da geht es um Taktik, da geht es um gemeinsames Wording und somit mehr Schlagkraft. Aber nicht um das eine Thema, das in einen Wiedereinzug sichert. Das macht dann ja zu großen Teilen auch die Partei auf ihrer Beschlusslage. Denn nur Wahlkampf durch die Fraktionen wird ja auch nicht funktionieren. Also ich denke, wir sollten, egal wie es ist, wenn man denkt, dass die 4 Themen, die da besprochen werden, für irgendetwas entscheidend sind, kastriert man sich thematisch ohne Not und man gibt ohne Not seinen
Markenkern auf. Das haben wir nicht nötig. Das sollen andere machen. Die Grünen nur so. Nixus noch? Toll. Gut. So, so schnell wie es nur ging. Dann sind wir durch mit Top 4, es sei denn, jemand hat noch Anmerkungen, Fragen, Ideen. Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt zu Top 5, Vorbereitung der Plenarsitzung. Ich hatte den Eindruck, der Nixus wollte noch was sagen, aber mein Eindruck täuschte mich. Hat er nicht gemeldet? Bitte, dann nochmal zu Top 4. Das ist ja schon gesagt von Hartmut. Nee, du hast gerade runtergeschaut in dem Moment, als ich mich gemeldet hatte, gar kein Problem. Diesen Top-Vorbereitung oder Warm-up für die Plenartage, ich war jetzt dreimal dabei und ich war auch beim letzten Mal dabei, als die Kritik durchaus zu Recht oder nachvollziehbar, zu Recht ist immer eine Frage, aber nachvollziehbar von Daniel geäußert wurde. Ich habe mit Tom darüber gesprochen, Hilmar, wir sind sicherlich bereit und gerne dazu bereit, das durchzuführen, die Vorbereitung, mit dem Versuch, also mit dem Anspruch, es zu verbessern. Mein Wunsch wäre, dass man es uns dann auch überlässt, das zu moderieren. Das können wir dann gerne noch vorher besprechen. Das ist nur eine Anregung, wir können das mal ausprobieren und wenn ihr damit klarkommt, ist das gut. Wenn nicht, dann kann man es ja wieder ändern. Aber es wäre meine Idee zu sagen, überlasst uns mal die Vorbereitung und auch die Moderation und dann mit der Bitte verbunden um zahlreiche Teilnahme. Ich fand das beim letzten Mal eigentlich sehr erfreulich, muss ich sagen, trotz des kleinen Konflikts, den es dann im Anschluss gab. Es ist, glaube ich, eine gute Sache, sich gemeinsam morgen zu treffen, nicht nur zum Kaffee trinken, sondern auch nochmal den Tag durchzugehen. Und es wird dann einer von uns auf jeden Fall da sein, vielleicht auch zwei Leute. Und ich denke, es ist ein Versuch wert und wir können damit in der nächsten Plenarphase starten. Also Appell an euch, macht mit, kommt und ausprobieren von neuen Sachen ist immer hilfreich. Und dann kann man auch 4 Wochen gucken, wie es gelaufen ist und was draus machen. Das war's. Gut. Unter Zustimmungsbekundungen rodeln wir jetzt den Berg weiter auf Top 5 zu. Vorbereitung der Plenarsitzung am 16. und 17. März. Wir haben folgende Anträge, die fristgerecht eingereicht wurden, angemeldet wurden. Erster, die Energiewende braucht Bürgerenergie, Ausschreibung verhindern Bürgerenergie. Es liegt kein Deckblatt vor zu diesem Antrag. Es wird nachgereicht, okay. Okay, gibt es zu diesem Antrag Anmerkungen, Fragen, Ideen, irgendwas? Möchte jemand etwas dazu sagen? Laut Protokoll letzten Freitag ohne große Diskussion weitergereicht an uns. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann frage ich jetzt... Was? Kann er ja tun? Tut er aber nicht. Okay. Dann kommen wir jetzt direkt zur Abstimmung. Ist jemand dagegen, diesen Antrag fürs nächste Plenum einzureichen? Möchte sich jemand enthalten? Dann ist das einstimmig so beschlossen, dass wir diesen Antrag fürs nächste Plenum einreichen. Der nächste Antrag trägt den Titel 15.000 Tote pro Jahr. In Nordrhein-Westfalen durch Luftverschmutzung. NRW braucht Ziele für den Schutz von Gesundheit und Leben. Emissionsfreier Verkehr in... Bitte. Wir hatten... Entschuldige, Michel. Danke trotzdem, dass du mir die Gelegenheit gibst, die Frage zu stellen. Wir hatten, glaube ich, vor einiger Zeit, das ist noch gar nicht so lange her, einmal festgelegt oder nicht, dass wir vielleicht da auch mal über die rechtlichen Aspekte bei solchen Anträgen drüber gucken sollten. Und ich habe gerade, und das ist das, was mir jetzt da bei diesem Antrag durch ins Auge stach. Also es gibt international, europäisch, es gibt deutsche und vor allen Dingen aber auch europäische Richtlinien und auch Gesetze, die für bestimmte Projekte nur mal Ausschreibungen, vor allen Dingen ab gewissen Summen, gewisse Ausschreibungen vorsehen. Inwieweit wird das
ist das hier abgeklopft worden? Das war meine Frage, die in dem Zusammenhang mir auf der Zunge brennt. Ja, kann ich gerne darauf antworten. Also die Ausschreibung, die wir hier oder von denen wir die Bürgerenergieprojekte oder Genossenschaften oder wie auch immer strukturiert, die, also in welcher Gesellschaftsform die auftreten mögen, von Ausschreibung auszunehmen, bezieht sich von der Umsetzung eines Ausschreibungsmodells in das EEG. Also da wird halt nicht mehr eine fixe Einspeisevergütung gewährt für die Anlagen, sondern durch Ausschreibungen wird ein Preis ermittelt, der dann bezahlt wird. Das ist vorgesehen im EEG, das ist probehalber, im letzten Jahr hat das stattgefunden, erstmalig mit ernüchterndem Erfolg oder ohne Erfolg, kann man sagen, im Bereich Photovoltaik. Es gab diverse Veranstaltungen, ich habe sie, also einige, es gab ganz viele, zwei davon besucht, wo klar von den Bürger, von den Vertretern der Bürgerenergiewende, ich fasse das jetzt mal so zusammen, also Genossenschaften, alle möglichen Gruppen, die da beteiligt sind, gesagt wird, das ist unser Hemmnis, weil wir als Projektdurchführende in Zukunft voraussichtlich relativ hohe Vorlaufkosten haben werden. Und wenn wir dann keinen Zuschlag bekommen für den geplanten kleinen oder größeren Windpark, dann bleiben wir auf den Kosten sitzen. Und das, es gibt noch ein paar andere Schwachpunkte, die vielleicht in dem neuen EEG 2016 kommen werden. Das ist der Knackpunkt. Das hat so jetzt nichts mit der Frage Vorschrift von Ausschreibungen bei öffentlichen Projekten zu tun. Das ist eine ganz andere Spielwiese. Okay. Und insofern gab es da auch aus meiner Sicht nicht die Notwendigkeit einer rechtlichen Prüfung. Also ich denke, das ist hinreichend beantwortet und deckt sich mit allem, was so in Veranstaltungen gesagt wird. Also da gibt es keinen erkennbaren Widerspruch. Ich glaube, das ist so in Ordnung. Danke für die Erläuterung. Gerne. Gut, der nächste Antrag trägt den Titel in unseren Städten. Könnt ihr alle selber lesen. 15.000 Tote pro Jahr in Nordrhein-Westfalen durch Luftverschmutzung. NRW braucht Ziele für den Schutz von Gesundheit und Leben. Emissionsfreier Verkehr in unseren Städten. Das stimmt leider. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. Es gab dazu eine kurze Diskussion am Antragsfreitag. Es gab den Vorschlag, das Ganze zu schieben, bis wir in der Smogzeit sind, damit das Thema thematisch passt. Es gab den Gegenvorschlag, es bloß nicht zu schieben, damit die Smogzeit gar nicht erst passiert. Auch zu diesem Antrag lag kein Deckblatt vor. Gibt es das inzwischen? Ich bin gerade... Ah, da, ja, ich sehe es sogar. Ja, Blödmannsgehilfe. Gut. Gibt es zu diesem Antrag Fragen, Ideen, Vorschläge, Erläuterungswünsche? Frank. Ja, nur eine Frage, weil wir auch eine Aktuelle Stunde halt hatten. Ist das nicht so, dass das Thema vielleicht ist auch dabei heiß zu laufen? Ich meine, ÖPNV, fahrscheinfrei und so weiter, ja. Aber vom Gefühl her haben wir sehr, sehr viele Anträge zu dieser Verkehrsthematik, was nicht prinzipiell schlecht ist, aber wir haben die Erfahrung gemacht eigentlich, dass andere sehr viel eher wahrgenommen werden mit dem Thema, gerade Elektromobilität. ÖPNV ist unser Thema, keine Frage, aber so in Richtung Elektro, das wollte ich einfach nur mal fragen, wie ist eure Wahrnehmung da? Ist Elektromobilität Piratenthema? Ich greife erst kurz die Sache mit dem Smog auf. Smogzeit ist natürlich immer dann, wenn das Wetter entsprechend ist. Und gerade ist übrigens eine sehr gute Smogzeit. Was man daran merkt, dass in Stuttgart schon wieder die Sache mit dem Feinstaub Überbelastung auftritt. Gut, wir sind nicht in Stuttgart, wir haben die Kessellage in den meisten nordrhein-westfälischen Städten nicht. Trotzdem haben wir hier ein Problem. Und die dass erst später im Jahr oft die Meldungen kommen in Nordrhein-Westfalen, anders als in Stuttgart, hängt daran, dass irgendwann das Kontingent erschöpft ist. Ne? Man darf ja als Stadt so oft so und so zu viel Mal überschreiten und erst dann gibt es die Meldungen. Ne? Also wenn man Anfang des Jahres seine Sachen aufbraucht, interessiert es erstmal niemanden. Das ist die eine Sache. Wir haben jetzt wegen der zeitlichen Sache passt es jetzt gut, denn weil wir diese Aktuelle Stunde hatten
und in dem Antrag jetzt auch einige Dinge drin sind, die bei der Aktuellen Stunde aufkamen und auch das war auch eine Anmerkung, die wir dann noch berücksichtigt haben, dann auch von den anderen Fraktionen genannt wurden und die da jetzt einfach drinstehen auch. Mit anderen Worten, den kann man ja gar nicht ablehnen eigentlich von den anderen Fraktionen aus. Die Frage, ist das ein Piratenthema? Natürlich ist es ein Piratenthema, denn es geht um eine Veränderung für die Zukunft, die gemacht werden muss. Der Verkehrssektor, wir sind ja auf vielen Ebenen auf dem Gebiet unterwegs, ne, von Braunkohle bis zum Energiewende und so weiter und so fort. Und der Verkehrssektor ist der bisher noch überhaupt keinen, zumindest nicht unterm Strich. Natürlich gibt es ganz viele Maßnahmen, aber unterm Strich hat der Verkehrssektor noch überhaupt keinen Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Hängt daran, dass alle Maßnahmen, die so gemacht wurden, wieder aufgezehrt wurden, dadurch, dass es mehr SUVs gibt und so weiter und so fort. Das heißt, an der Stelle muss der Verkehr was tun. Das ist jetzt erstmal einfach ein inhaltlicher Grund. Warum Piratenthema? Weil wir erstens für eine Verkehrswende stehen, dazu auch unser ganzes anderes Konzept passt, inklusive ÖPNV und fahrscheinfreier ÖPNV. Und weil es eben jetzt zu einer Veränderung kommt, auf jeden Fall im Verkehrssektor. Es gibt die Elektromobilität, die eventuell ja auch nicht mit Akkus gespeist, sondern mit Brennstoffzellen und sonst was, aber letztendlich den Verbrennungsmotor ersetzen wird. Und damit wird es ganz andere Anbieter im Markt geben können zumindest, weil es gar nicht total die Erfahrungen nicht mehr nötig sind, die momentan die Automobilindustrie in Deutschland stark macht, nämlich wie mache ich das mit dem Getriebe, wie baue ich so einen blöden Verbrennungsmotor, das ist total kompliziert, brauchst du alles nicht mehr. Ne? Nimmst du so einen Elektromotor und packst deinen Unterboden voller Akkus, so Laptop-Akkus und schon hast du ein Auto. Noch ein bisschen Software dazu. Das ist halt was anderes, als bisher ein Auto zu bauen. Und das ist der Grund, warum Elektromobilität überhaupt ein Thema ist und weshalb ich ganz anders als noch vor 5 Jahren auch der Meinung bin, dass Elektromobilität unbedingt ein Piratenthema sein muss. Ich habe den kurzen Absatz zur Elektromobilität, Piraten sind für Elektromobilität in Anführungsstrichen, nicht ins Wahlprogramm geschrieben, das war Moni. Weil ich damals nämlich gesagt habe, ich will gar nicht, dass die Elektroautos die normalen Autos ersetzen, dann haben wir ja die gleichen Probleme wie vorher. Zwar in den Städten weniger Feinstaubbelastung und weniger Lärm, aber sonst ändert sich ja nichts. Aber das ist eben doch ein Unterschied. Und zusammen mit autonomem Fahren, was ja dann die zweite große Innovation, Revolution ist, werden wir was ganz anderes bekommen. Und dann muss man halt darauf achten, dass es auch wirklich dann die Ziele erreicht werden, die wir haben und die Politik eigentlich hat. Nämlich, wenn es diese Umwälzung gibt, dann kann man die auch in eine bestimmte Richtung steuern. Der Antrag ist nicht der entscheidende Antrag in dieser Reihe, sondern es ist nicht der Antrag, auf den man jahrelang hingearbeitet hat, sondern es ist sozusagen ein begleitender Antrag zu diesem Themenkomplex und außerdem gerade aktuell, gerade ganz passend, passt zur Aktuellen Stunde, passt zum Dieselskandal. Wir haben dort das von einer ganz anderen Richtung jetzt angegangen als bei unserem anderen Antrag, der noch eine Anhörung kriegt zum Thema VW-Diesel. Und deshalb passt er als Baustein wunderschön rein. Ich würde ihn gerne auch in dieses Plenum bringen, denn da haben wir ja noch drüber diskutiert. Ich weiß gar nicht, was du da machst. Hast du ein Jucken? Ich kann dir noch eine Salbe empfehlen. Und ansonsten, ich glaube, neuerdings macht man das irgendwie, zeigt man das irgendwie so. Ne? Ja, weiß ich. Ja, ich kann es nach Ollis ausführlichem Kommentar kurz machen. Wir stehen wie keine andere Partei konsequent für Energiewende auch oder für Wendethemen, ja, was sich in der Gesellschaft alles tun muss im Rahmen der Entwicklung, die wir glauben, richtig erkannt zu haben. Elektromobilität gehört dazu. Das hat sich tatsächlich erst so zugespitzt in den letzten 3, 4, 5 Jahren. Vor 5 Jahren hätte man das so nicht sagen können.
Und deshalb halte ich diesen Antrag für richtig und gut. Und ein kleiner Kommentar von außen kam noch herein zu der Frage, ist das Thema nicht ein bisschen heiß gelaufen? Besser ein heißes Thema bespielen als ein kaltes. So. Und ich denke, deshalb sollten wir das tun. Danke. Gut, gibt es weitere Kommentare, Fragen, Anregungen zu diesem Antrag? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist dagegen, dass wir diesen Antrag ins nächste Plenum einbringen? Möchte sich jemand enthalten? Dann ist der Antrag so einstimmig angenommen. Der dritte Antrag hat den schönen langen Titel. Safe Harbor mit neuem Anstrich. Der Datenschutzdeal EU-US Privacy Shield, muss man das Englisch aussprechen? EU-US Privacy Shield gewährt in NRW lebenden Menschen keinen Schutz vor anlassloser Massenüberwachung. Gibt es, achso, Moment, wir waren hier, so, für Freitag, am Antragsfreitag gab es dazu anscheinend wieder nichts zu Protokollierendes, es wurde weitergeschoben. Vorgeschlagen ist eine Ausschussüberweisung in den AEEW, Ausschuss für Energie und Wirtschaft. Egal. Lukas, was ist das zweite E? Kann ich was zu sagen, weil ich den Antrag quasi angeregt habe? Du irritierst mich. Okay, ich habe den Antrag angeregt. Er ist nicht so ganz in meinem Zuständigkeitsbereich, weil er natürlich, weil es ja sich um eine europäische, um ein europäischen Gedönsabkommen handelt, natürlich im Ausschuss Europa und eine Welt angesiedelt ist. Der Antrag wurde dann dankenswerterweise von Tom geschrieben, dieser Entwurf. Wir haben auch festgestellt, dass der Forderungsteil ein bisschen schwach ist und wollten den eigentlich ein bisschen aufbohren. Leider ist jetzt Nico eben recht kurzfristig nach Griechenland gefahren oder geflogen, sodass es hier keine Arbeiten zu gab. Der Antrag, so wie er jetzt ist, kann gestellt werden. Dann hätten wir ihn zumindest drin und auch im Plenum und auch im Ausschuss, finde ich gut. Wenn es an mir ginge, würden wir ihn noch weiter aufbohren. Zum Thema Deckblatt, es stand irgendwie, es sei kein Deckblatt eingereicht worden. Das ist ja so ein bisschen, also es gab ein Deckblatt, das habe ich mit versendet, was allerdings fehlte in diesem Deckblatt, war das knackige Statement. Deswegen ist es scheinbar vom PGF-Büro eben als nicht eingegangen aufgenommen worden. Stellt mich vor das Problem, dass der Nico halt eben nicht da ist. Weiß ich jetzt nicht, woher ich mir ein knackiges Statement aus dem Daumen lutschen soll. Wenn wir das jetzt also strikt auslegen, dann müssen wir diesen Antrag zurückziehen, weil es das Statement nicht gibt. Wenn wir das tun, verschlafen wir aber halt eben oder sind wir nicht mehr aktuell mit dem Ding. Weil ungefähr zu der Zeit, in der das Plenum stattfindet, gibt es halt auch eine Veröffentlichung der EU, halt eben eine überarbeitete Fassung. Insofern wäre das schade, weil das natürlich zeitlich wichtig ist. Ich hoffe, ich konnte mich klar ausdrücken, wie mein Anliegen ist. Ich könnte mir jetzt selber irgendwie ein Statement aus dem Finger lutschen, aber ich weiß nicht, ob das halt irgendwie im Sinne ist. Ansonsten kann der Frank immer knackige Statements machen. Fachmann für knackige Statements. Oh, ich sehe, er zeigt es mal auf. Ausschuss für Europa und eine Welt ist ja fast dasselbe wie Energie und Wirtschaft. Nur anders. Ähnlich. Frank, ja, dann Nixus. Mit dem Nicken? Ja, ich denke, mal einem knackigen Statement sollte das, der Antrag nicht scheitern. Ich war dankenswerterweise auch in die Entstehungsgeschichte eingebunden. Hat ja auch ein bisschen was mit Datenschutz zu tun. Fand ich ganz nett. Grundsätzlich stehe ich hinter dem Antrag. Ich habe eine Anregung gehabt, mit der ich leider nicht durchgedrungen bin. Und die möchte ich noch mal betonen, weil ich sehr schade fand, dass im Beschlussteil drin steht, dass wir nur mit diesem Antrag für ein wirksames Datenschutz im EU-US Privacy Shield sind. Und nicht grundsätzlich im Datenaustausch zwischen Europa und den USA. Das fände ich viel besser. Das ist jetzt hier sehr eingeschränkt auf dieses Kunstkonstrukt EU-US Privacy Shield, Zungenbrecher. Das finde ich, wie gesagt, massiv schade. Ansonsten
machen wir mit dem Antrag ein Statement. Wir haben im Moment eine rechtlose Situation für alle Firmen, die Daten in den USA, europäische Daten in den USA speichern. Das ist wichtig zu thematisieren, wenn der Antrag rauskommt. Lukas hat es eben schon gesagt, oder wenn die Plenarrunde ist, stehen wir kurz davor, dass die Artikel 29-Gruppe, die europäischen Datenschützer, ihr Statement zu dem Verhandlungsergebnis der Kommission abgeben. Ich gehe davon aus, dass das Statement nicht positiv sein wird. Wir sind dann ganz aktuell in dieser Debatte. Vorwerfen wird man uns wahrscheinlich, dass wir zu früh sind, weil halt die anderen noch nichts gesagt haben. Wie auch immer, ich würde dafür plädieren, statt Datenschutz im US-Privacy Shield, Datenschutz im Datenaustausch zwischen Europa und den USA dahin zu schreiben. Mir ist da so zu wenig, deswegen würde ich mich bei der Abstimmung zu dem Antrag enthalten, wenn er so bleibt, wie er jetzt ist. Ja, vielleicht mit Hinblick, dass der Mario hier ist, diese Forderung oder nein, diese Spalte, dieser Punkt auf dem Deckblatt mit dem knackigen Statement ist ja dem Anspruch, dem rechtlichen Anspruch der Pressestelle geschuldet, dass die rechtzeitig vorliegen, die Statements, die dann verarbeitet werden zur Pressemitteilung oder in Pressemitteilung zur ergänzenden Pressearbeit auftauchen. Das ist ja, kann ja nicht die Voraussetzung für das Einreichen eines Antrags sein. Also ich denke, das ist klar. Und vielleicht mag der Mario sich dazu noch mal äußern, ob er auch so verfahren will, dass er tatsächlich an dem Dienstag spätestens dieses Statement braucht oder ob es da auch zukünftig vielleicht eine andere Lösung geben wird. Ich fand die nie so glücklich, dass man dieses Statement wirklich dann abliefern muss und dass das Ding ist, woran das Ganze aufgehängt wird. Also kurzer Hinweis. Ich wollte das Deckblatt nicht in Frage stellen, sondern nur diesen einen Punkt da. Das Deckblatt liegt vor. Also von daher keine weiteren. Lukas, Mario. Also bevor ich falsch verstanden wurde, das war auf keinen Fall irgendwie Kritik ans PGF-Büro oder sowas. Ich habe halt nur gesehen, in dem vorherigen Protokoll der Mumble-Sitzung gab es eben die Information, kein Deckblatt. Daraus habe ich geschlussfolgert, dass es entweder übersehen wurde oder nicht durchgegangen ist wegen der Doc-Geschichte. Also keine Kritik, sondern einfach nur eine Feststellung und ich wollte jetzt gerade das Ganze fixen. Okay, wenn ich es richtig verstanden habe, Mario, du wolltest jetzt nicht mehr, ne? Gut. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass wenn in diesem Pad hier kein Deckblatt steht, dann gibt es kein Deckblatt, so wie es zum Beispiel zu dem Antrag Energiewende braucht Bürgerenergie der Fall ist. Da gibt es noch kein Deckblatt, das wird jetzt nachgereicht. Gut, das zum Thema Deckblatt. Gibt es weitere Anmerkungen zum Antrag? Olli. Wie soll ich lang machen? Es gibt ja eine einzige konkrete Forderung, die sich sehr konkret auf EU-US Privacy Shield, ich lerne das dann noch auszusprechen mit so einem Plenum, macht, konzentriert. Und das ist auch richtig so an der Stelle, weil es direkt darum geht. Das ist halt ein Antrag, der sich ganz klar fokussiert und ganz klar Zielrichtung hat. Und wenn man mal was Klares zu vermitteln hat, dann sollte man das auch tun. Das tue ich auch mal viel zu selten in meinen Anträgen. Ich versuche, will auch mal alles Mögliche reinpacken. Aber ich weiß, das ist auch nicht immer gut, weil dann verliert man die Zielrichtung. Gut. Weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über den Antrag. Aber vorher noch eine kurze Frage. Lukas, wie sieht es aus mit dem Einbringen des oder dem Ändern des Wörtchens in dem Forderungsteil statt EU-US Privacy Shield da hinzuschreiben, Datenaustausch zwischen den USA und Europa? Das nicht auf dieses, wenn ich das richtig verstanden habe, es soll nicht auf dieses eine Abkommen begrenzt werden, sondern das generell zu halten. Ich muss jetzt eine Entscheidung fällen und würde sagen, es bleibt so, wie es ist, sonst weichen wir das auf. Gut, dann ist das so. Dann in der vorliegenden Fassung, wer ist dafür, dass wir den Antrag so einreichen, wie er vorliegt?
Ja, es war die Aktivitätskontrolle. Muss man ab und an mal machen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Stefan? Dafür, dagegen, Enthaltung? Dafür, okay. Dann bei einer Enthaltung einstimmig, dass wir den Antrag so einbringen. Der nächste Antrag trägt den Titel Lobbyismus transparent machen, Einführung eines Lobbyregisters in NRW. Am Freitag wurde darüber nicht geredet, der Antragsteller war nicht anwesend. Ich kann dazu kurz was sagen zu dem Antrag. Es gibt ein Lobbyregister im... Moment, nee, ich habe eine viel bessere Idee. Der Gerhard kann dazu was sagen, wenn er schon hier sitzt. Nein, möchtest du nicht? Ja, dann. War mir klar. Ich habe dich nur hinter der Kamera gerade... Dann bitte. Aber was anderes, als du vermutlich sagen wolltest. Also der Antrag ist schon vor längerer Zeit auf Initiative von Thorsten entstanden. Und der ist auch in seiner Grundstruktur gleich geblieben. Wir wollten halt noch zum Beispiel die Veranstaltung mit dem Alexander Trennhäuser abwarten. Dann hat es aber noch, also es geht um die Einführung eines Lobbyregisters, dass Lobbyarbeit in Nordrhein-Westfalen gegenüber der Landesregierung und auch gegenüber dem Landtag transparent machen soll. Das ist jetzt, glaube ich, die ganz knappe, aber zutreffende Zusammenfassung. Bevor ich es vergesse, weswegen ich mich gemeldet hatte, guckt bitte im Beschlussteil, Rübesteiler guckt nicht. Da müsste noch eine wichtige kleine Änderung vorgenommen werden. Da hat sich ein Fehler eingeschlichen, wohl bei der späten Bearbeitung am letzten Freitag. Da heißt es nämlich, die Landesregierung bringt bis 2016 einen Gesetzentwurf ein. Also das müsste man zumindest noch präzisieren. Bis Ende 2016 sollte es wohl ursprünglich heißen. Und in der Fassung, die ich jetzt mündlich vorgetragen habe, steht es dann auch zur Abstimmung. Okay, ich ergänze kurz. Es gab die Idee zum Lobbyregister schon länger. Der Bundestag führt ja ein solches Lobbyregister und wir haben hier schon 2014 darüber geredet. Der Tose und ich, ob wir so einen Antrag nicht mal bringen wollen. Wir haben das Lobbyregister im Bundestag abgewartet und der jetzt vorliegende Antrag, wie gesagt, wir haben auf die Veranstaltung mit Alexander Trennhäuser noch gewartet, die ist gewesen. Wir haben die Erkenntnisse daraus noch mitgenommen und jetzt ist dieser Antrag daraus entstanden. Ja, soweit. Mehr kann ich auch nicht hinzufügen. Gibt es Fragen, Anmerkungen, Ideen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung über den Antrag. Wer dagegen ist, diesen Antrag einzureichen, der möge sich jetzt melden. Möchte sich jemand enthalten? Beides nicht der Fall, dann ist einstimmig so beschlossen, dass wir diesen Antrag einbringen. Kommen wir zum letzten Antrag. Abschied von der Arbeitsgesellschaft. Im Informationszeitalter brauchen wir eine Volksabstimmung über das bedingungslose Grundeinkommen. Am letzten Freitag gab es dazu eine Diskussion. Es wurde allerdings auf heute geschoben. Ich entnehme dem Protokoll, Moni möchte eventuell als Antragstellerin raus. Also mir macht das nichts, ob da mein Name steht oder Peng. Ich will damit nur sagen, ich fühle mich nicht berufen, zu dem Thema zu sprechen. Das war alles. Ich habe einfach ja nur die Organisation übernommen, aber inhaltlich ist das nicht mein Fachbereich. Okay. Ich habe das nur so dem Protokoll entnommen. Da steht eventuell Moni als Antragstellerin raus. Und deswegen, okay. Gut. Da die Sitzung am letzten Freitag beschlossen hat, dass das Hauptthema wird, haben wir jetzt quasi bis halb Zeit, über dieses Thema zu reden. Ich kann ja nicht für, steht im Protokoll, dass das Hauptthema für diese Fraktionssitzung ist. Ich bitte um Wortmeldungen zu diesem Antrag. Olaf. Jetzt wird gesagt, dass am jetzt Montag nochmal drüber gesprochen worden. Ich hatte, soweit ich informiert war, war das ja am Montag davor, wo der Antrag nochmal final bearbeitet werden sollte. Da konnte ich leider nicht. Was mich jetzt sehr interessiert, was eine große Kritik hier war, die ich hier zumindest meine wahrgenommen zu haben, war die Sache mit dem Betrag. Den letzten Antrag, den ich jetzt kenne, da steht immer noch dieser Betrag von ungefähr 650 Euro drin.
Wieso oder was waren denn jetzt die Gespräche oder wie ist die Diskussion verlaufen, warum der Betrag jetzt drin bleibt? Weil das hat ja doch hier zumindest große Kritik hintergezogen und ich muss ehrlich sagen, ich finde es auch falsch. Also damit schießen wir uns mehr ein Eigentor, glaube ich, als dass es irgendwie förderlich ist, den Betrag drin zu lassen. Hatte ich aber auch schon in der vorletzten Phrase, als wir darüber gesprochen haben, angemerkt. Ich schließe mich da Olaf sehr stark an. Ich mag den Absatz nicht in dem Antrag, wo die 645 Euro drinstehen. Ich glaube, dass man uns halt eben, auch wenn der Satz durchaus so formuliert ist, dass er aussagt, wir wollen nicht die 645 Euro als bedingungsloses Grundeinkommen, dennoch wird man uns darauf festnageln so, und festlegen, dass das so, also Piraten, die Schlagzeile, wenn das in die Presse kommt, wird sein, Piraten fordern 645 Euro bedingungsloses Grundeinkommen. Das halte ich für falsch, dahinter stehe ich nicht. Ich fürchte, da werden wir dann auch Schwierigkeiten haben, einen entsprechenden Redner zu finden aus unserer Fraktion, der sich dann da vorne, ich sag mal, unter diesem Kontext sozusagen hinstellt. Also mein Plädoyer ist ganz klar, die 645 Euro da rauszunehmen. Das, was da in diesem Beschlussteil steht, das ist durchaus was, das kann im Prosatext des Antrags mit untergebracht werden. Das ist nichts, was irgendwie festzustellen gilt. Dieser Teil B müsste da tatsächlich nochmal umformuliert werden. Was unseren weiteren Umgang damit angeht, für mich oder aus meiner Sicht intendiert der Antrag, dass wir eben uns ja auf die Arbeitsgesellschaft im Prinzip konzentrieren, also eben Abkehr sozusagen von dieser Arbeitsgesellschaft, von Vollbeschäftigung und diesen ganzen Dingen, also viele Dinge, die ich in meiner Rede zur Kinderarmut auch schon mit angesprochen habe, die Olaf auch mit angesprochen hat. Ich plädiere dann dafür, dass tatsächlich federführend bei Toso halt eben anzusetzen, auch wenn er jetzt nicht da ist, aber das ist halt eben Sprecher im Bereich Arbeit. Und über mitberatende Ausschüsse haben wir ja hier auch durchaus diskutiert. Ich sehe unseren Familie, Kinder und Jugend halt tatsächlich auch relativ weit vorne von der Bedeutung bei einer Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Allerdings muss ich auch ganz klar sagen, ich sehe uns nicht als federführenden Ausschuss. Aber ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns daran beteiligen, etc. pp. Ja. Ja, heute müssen wir uns ja sozusagen entscheiden, in welche Ausschüsse. Wir haben uns, glaube ich, schon entschieden, in möglichst viele Ausschüsse zu packen, weil er halt möglichst viele gehört. Ich meine nicht unbedingt. Bauen und Verkehr könnte man weglassen, Forschung auch. Ich kann ihn mir vor allem in zweien federführend, zweien vorstellen. Ich würde ihn in den Hauptausschuss nicht federführend packen, weil federführend ist im Hauptausschuss immer doof, aber durch die Sache mit der Volksabstimmung ist das ein Hauptausschussthema. Und nach dem Selbstverständnis dieses Landtags, wo wir nicht unbedingt hinterstehen, gehört er in den Wirtschaftsausschuss und zu Joachim, weil der aber auch dazu, denke ich, was sagen könnte, weil es eben hier im Gesamtkomplex um viele Dinge geht, die Wirtschaft betreffen. Ich weiß, wir haben uns hier auf Schwerpunkte in diesem Antrag konzentriert, die man nicht zwangsläufig, auch als Pirat nicht zwangsläufig, sich diese Schwerpunkte auswählen muss. Man kann sehr, sehr viele unterschiedliche Anträge zum BGE stellen, so ist das nun mal. Und das wird sicherlich auch nicht der letzte sein. Aber wir haben uns jetzt darauf konzentriert, ich nenne es jetzt einfach mal auslaufende Arbeit, als Schwerpunkt zu setzen. Dann sollten wir auch erstmal dabei bleiben. Jetzt können wir gar nicht mehr so viel tun. Wenn wir jetzt ganz schnell noch was dran ändern wollen, können wir, denke ich, tatsächlich zwei, der Landtag stellt fest, schlicht und einfach streichen und die beiden Absätze einfach unten drunter in den Prosatext packen.
Das ist, glaube ich, gut. Ich glaube nicht, dass, Sie, dass wenn 645 Euro dort drinstehen in dem Antrag, dass das unbedingt heißen muss, dass nachher darüber berichtet wird oder dass nachher der Anschein entweckt wird, wir würden die 645 als festen Dings haben, dann müssen wir das eben anders vermitteln. Eine Frage, auch ein Diskussionsbeitrag, weil wir wollen ja heute durchaus darüber diskutieren, ist, haben wir denn einen Betrag, den wir nach außen geben können? Können wir zum Beispiel sagen, ja, es gibt eine Arbeitsgruppe innerhalb der Piraten, ich weiß, es gibt zumindest eine, die haben einen Betrag, den sie nennen können, damit man zum Beispiel in einer Pressemitteilung oder in einem Statement etwas oder auch in der Rede einen anderen Betrag nennt als die 645 Euro, die aber nicht in diesem Antrag stehen müssen, weil sie gehören auch nicht in den Antrag, in Betrag. Aber natürlich ist es immer schön und es ist auch nachrichtenwert, wenn man einen bestimmten Betrag hat. Ich finde, zumindest in einer Rede oder als Statement eines Abgeordneten kann man auch einen nennen. Ansonsten gehört meiner Meinung nach auch in einer Rede ein bisschen mehr dazu, was hat das alles mit Nordrhein-Westfalen zu tun. Das muss aber auch nicht im Antrag sein. Der Antrag ist so gut. Natürlich betrifft es Nordrhein-Westfalen dann nachher bei der Aufteilung der Gelder und so weiter und so fort. Es ist schon eine Sache, die auch in die Föderalismus-Debatte reingehört, die ja wieder beginnt. Also wenn es darum um die Bund-Länder-Beziehung geht, ist die Sache, kommt vielleicht irgendwann mal ein BGE, eine entscheidende Sache, die in irgendeine Arbeitsgruppe dieser Bund-Länder-Beziehung mit rein muss. Und dann ist auch eine Initiative von einem Landtag aus richtig. Nixus. Ja, es wird natürlich... Wieso bin ich jetzt raus da aus der Liste? Kannst du gerne formulieren. Keine Ahnung, ich habe dich nicht rausgenommen. Bin ich dran? Okay. Ich war nach Oliver dran, aber okay. Nee, gerne, bitte. Du hast, mach mal. Okay. Klar, das ist immer ein heikler Punkt, wenn man überhaupt irgendwelche Zahlen nimmt. Und insofern verstehe ich den Einwand sehr gut. Ich finde ihn aber an dieser Stelle nicht richtig oder nicht relevant. Ich würde ihn unberücksichtigt lassen tatsächlich. Hier steht ja eben nicht, dass wir irgendeine Zahl nennen als unsere Forderung, sondern hier steht, und das finde ich extrem wichtig, tatsächlich mal auf den Punkt gebracht, und das ist auch schon 9 Jahre alt, dass schon vor 9 Jahren man 645 Euro ungefähr hätte bezahlen können an jeden als BGE, ohne irgendwelche Finanzierungsprobleme. Und wenn man sich klar macht, dass die Hartz-IV-Leistungen in etwa bei 350 Euro plus Miete plus Rentenversicherungsanteil plus Krankenversicherung nicht viel darüber sind, und wenn man dann noch berücksichtigt, dass ja auch noch steht, dass dabei noch nicht die extrem oder die sehr hohen Verwaltungs- oder Kontrollkosten einberechnet sind, also die Einsparung noch gar nicht reingerechnet ist, steht da eigentlich nichts anderes, dass man diesen ganzen absurden Apparat von Hartz IV und dieses Kontroll- und Unterdrückungs- oder wie man das nochmal bezeichnen will, Regime einfach abschaffen könnte und den Leuten das Geld geben könnte. So. Und das finde ich in diesem Zusammenhang schon gut, dass man das mal auf den Punkt bringt und so formuliert, und es ist unsere Aufgabe, dass daraus nicht diese Äußerung wird in der Öffentlichkeit, Piraten fordern 645 Euro als BGE. Das steht da nicht und das sagen wir auch nicht. Und deshalb würde ich es schon gerne so lassen, aber ich gebe zu, man muss immer, sobald da irgendeine Zahl steht, wird diese Diskussion auftauchen, wenn sie in irgendeiner Größenordnung ist, die nicht völlig irrational ist. Ja, zwei Meinungsmeldungen zum selben Punkt. Oliver sagte, die beiden Absätze des Feststellungsteils in den Prosatext. Nixus sagte, nö, wieso? Das kann man drinstehen lassen. Vor allen Dingen B, also die Frage, was der gutachterliche Dienst des Bundestags festgestellt hat. Nö, das kann man tatsächlich so da stehen lassen. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Und niemand würde das zum Anlass nehmen, eine Fehlinterpretation daraus abzuleiten, meines Erachtens. Und wenn sich da anhand des Betrages irgendjemand sperren sollte zu reden, ist genau das die Kampflinie, dass nämlich bereits 2006 unter Berücksichtigung von lediglich damals existierenden Transferleistungen
nur deshalb schon ein solches bedingungsloses Grundeinkommen in dieser Höhe hätte gezahlt werden können. Da steht weder drin, dass das ausreicht, da steht weder auch nicht drin, dass das irgendwie die Obergrenze ist oder eine Untergrenze. Das ist einfach eine neutrale Feststellung. So, und wer sich dieser Feststellung widersetzt, der kann einfach nicht lesen, sage ich jetzt mal. Ja, der sollte doch einfach mal die Arbeit sich machen, die Mühe sich unterziehen, dieses Gutachten des Bundestags, des Wissenschaftlichen Dienstes tatsächlich durchzulesen. Was ich allerdings befürworten möchte, ist, dass A, nicht in den Feststellungsteil reinkommt. Denn ich weiß jetzt nicht, inwieweit YouGov so repräsentativ ist für alle Meinungsforschungsinstitute in Deutschland. Es mag sein, dass es auch noch andere Umfragen zu dem Thema gibt. Ich halte das also in der Tat für Prosa, ob nun dieses Institut 53% festgestellt hat, anderes vielleicht 57%, andere nur unter 50%, spielt aus meiner Sicht überhaupt keine Rolle. Denn wir wollen ja, dass es kommt. Wir wollen ja, dass es darüber eine Volksabstimmung gibt. Und die Volksabstimmung sieht dann immer noch aus als irgendeine Umfrage eines Umfrage- oder Meinungsforschungsinstituts. Sonst könnten wir hier auch beispielsweise die Meinung des Telekom-Vorsitzenden reinschreiben, der ja alleine aufgrund der Anzahl der Aktionäre vielleicht auch noch eine Massenwirkung hat. Und von daher, also lassen wir vielleicht A rausnehmen, B aber auf jeden Fall meines Erachtens drin stehen lassen als Kampflinie. Und um ganz klar aufzuzeigen, hier ist etwas bereits vor 9 Jahren, wie Nixus das sagte, festgestellt worden von Seiten des Wissenschaftlichen Dienstes, weshalb sich also keiner drum rumzureden oder rumzudrücken braucht, in Hinblick auf die Fragestellungen. Nur dann wäre vielleicht unterm Strich noch ganz schön, wenn unsere ursprüngliche Forderung, ja, ich weiß, das kommt jetzt wahrscheinlich zu spät, aber unsere ursprüngliche Forderung, dass eben die Frage der Höhe möglicherweise durch eine entsprechende Enquete-Kommission auf Bundesebene festgestellt werden möge, noch damit reinkommt. Denn einfach nur einführen ist nicht so toll. Ja. Gut, danke. Dietmar, zu deinem letzten Punkt kann ich super anschließen. Ist ein Feststellungsteil und die Umfrage von YouGov ist Fakt, Punkt. Damit kann man das feststellen. YouGov hat eine Umfrage gemacht, da kamen 53% und so weiter und so weiter. Halte ich genauso für legitim, das da reinzuschreiben, wie reinzuschreiben, dass der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags irgendwas festgestellt hat. Ja, also von daher mein Votum dafür, bitte beide Sachen drin lassen, das sind beides Fakten, die man einfach da feststellt. Damit nagelt man die anderen fest. Jetzt steht bei dem einen eine Summe, es geht ja gar nicht darum, das da reinzuschreiben. Ohne Summe, man könnte es ja ohne Summe umformulieren, wären dann auch Daniel und Olaf dabei, das da reinzuschreiben. Ich halte die Summe aber durchaus für wichtig, nämlich wichtig in dem Sinne, dass man sagen kann, guck mal hier, schon vor der und der Zeit, 9 Jahre sind es glaube ich, hätte man etwas einen Betrag X auszahlen können. Damit haben wir schon mal eine Untergrenze. Und in jeder BGE-Diskussion geht es ganz schnell um das Thema, aber wie viel? Und wenn man eine Untergrenze hat, die auch noch vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages festgelegt wurde, wo man sagen kann, also das schon mal mindestens und alles andere ist dann die politische Entscheidung, ist dann die politische Diskussion, hat man sich nicht auf diese Summe festgelegt, sondern man gibt einfach eine Richtschnur oder im Grunde genommen hat der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags eine Richtschnur vorgegeben, wie hoch denn der Betrag sein könnte, wenn man einfach nur die Transferleistung umleitet, ohne dass man irgendeine weitere Maßnahme ergreift, wobei wir natürlich weitere Maßnahmen ergreifen wollen. Jetzt muss ich noch eben einen Teil sagen, weil ja gerade auch gesagt wurde, dass Toso nicht da ist und weil ja auch ein Tosos Ausschuss überwiesen werden soll. Ich habe es gestern in der Vorstandssitzung schon gesagt, ich wiederhole das nochmal für alle hier. Toso findet den Zeitpunkt zu früh. Toso möchte eine BGE-Veranstaltung machen mit den Kommunalen, möchte das in ganz NRW abgesprochen haben, dieses Thema. Sein Zeitplan sieht anders aus. Jetzt habe ich es gestern schon gesagt, Toso ist jetzt nicht wie Olli, der seinen Zeitplan bis 2017 einfach mal uns allen präsentiert hat und hat gesagt, so, das mache ich jetzt noch in nächster Zeit. Ich kenne den Zeitplan von Thorsten nicht, aber ich vertraue einfach der Aussage oder muss ich ja vertrauen, wenn er sagt, mein Zeitplan sieht nicht vor, jetzt BGE zu machen. Deswegen konnte ich auch jetzt nicht
an diesem Antrag mitarbeiten, aber in diesem Antrag fehlen wichtige Themen, die da eigentlich rein müssten. Sein Zeitplan sieht vor, wenn ich das richtig verstanden habe, Ende April mit dem Thema BGE anzufangen. Das sei euch nur als Information mitgegeben. Warum auch die Diskussion über den Zeitpunkt dieses Antrags so wichtig war und auch gestern im Vorstand schon geführt wurde, inklusive zum Kalenderrennen und gucken, wann haben wir denn welches Plenum und so weiter und so weiter. Das war's, meine Punkte sind durch. Joachim. Ja, vielen Dank. Ich habe Bauchschmerzen mit dem Antrag. Er ist mir zu unpolitisch und er ist auch nicht schlüssig. Ich finde, die Zahl, die da drin steht, ist ein trojanisches Pferd, ein Kuckucksei, wie auch immer, medienmäßig. Wir reden im Begründungsteil die ganze Zeit von Digitalisierungsdividende und Umverteilung und beziehen uns dann auf eine Zahl, die mit einer Neuverteilung überhaupt nichts zu tun hat, nämlich auf der Basis der bestehenden Verteilung ausgerechnet worden ist. Und dann sagen wir noch nicht mal Untergrenze. Die Höhe des BGE spielt eine ganz zentrale Rolle bei der Ausrichtung, in welche Richtung es denn gehen soll mit dem BGE. Und deswegen finde ich das an der Stelle schädlich, wenn wir sagen 645 Euro Untergrenze, ja, aber dann bitte nicht in den Feststellungsteil, sondern vorher in den Argumentationsteil. Das ist auch sowas wie eine Feststellung. Also ich habe damit große Bauchschmerzen, mir ist der Antrag zu unpolitisch. Der hat nichts mit anders verteilen zu tun. Der hat mit Verteilen auf bestehender Basis zu tun und zieht sich auf diese Argumentation zurück. Das ist mir zu wenig offensiv. Olaf. Nochmal ganz, was der Daniel vorhin gesagt hat, von wegen, dass das in AGS soll. Eigentlich sollten wir uns das wirklich nochmal ganz groß überlegen, was wir überhaupt wollen. Wollen wir das als eine neue Arbeitssache oder wollen wir das als ein neues Gesellschaftsmodell mit überlegen? Wenn wir es einfach nur als neue Überlegung für die neue Arbeitswelt wollen, dann ist es da richtig. Beim Gesellschaftsmodell müsste man eigentlich überlegen, ob man nicht zwei Anträge stellt und die parallel federführend in zwei Ausschüsse schickt, mindestens, wenn nicht sogar in drei. Die Sache mit dem Betrag, nee, 650 Euro, da steht bestenfalls, ohne eine Umverteilung oder ohne eine neue Finanzierungsmöglichkeit ist ein BGE, wie wir es uns vorstellen, nicht möglich. Eine Untergrenze unter 860 Euro, was derzeit die Armutsgrenze ist, nach ODCB-Berechnungen, nein, darunter gibt es keine Untergrenze. Dann gibt es ja schon heute mehr. Denn heute kriege ich schon 640 Euro, 760 Euro im Durchschnitt als Hartz IV. Also da komme ich nicht, da komme ich nicht hin. Das heißt, ich liege mindestens 200 Euro unter der Armutsgrenze. Die Zahl kann ich nicht da reinschreiben. Die kann ich auch wirklich nicht so vertreten. Ja, das steht nicht da drin. Aber genau darauf werden wir festgenagelt. Entweder mehr ist nicht machbar oder so. Ja? Was ich viel wichtiger fände, wäre, dass man eine Modellrechnung oder eine Plausibilitätsrechnung zu einer Umgestaltungssache macht. Man muss mal nämlich nur ein paar Zahlen mal nehmen, wie das dann im Einzelnen ausgestaltet wird. Da ist nicht mal die Landesebene für zuständig, das wäre nämlich dann auch hinterher die Sache der Enquete-Kommission. Aber man kann doch wirklich mal sagen, wie viel Geld hier zirkuliert, wie viel Geld da ist und was das wirklich heißen würde, wenn man dieses Geld wie versteuert. Und wenn man da bei der 50%-Hürde bleibt, mal bei der Steuer, dann hat man ganz schnell eine Plausibilitätsrechnung aufgestellt, dass 860 Euro kein Problem sind. So, das ist eine reine Plausibilitätsrechnung darauf hin, wie viel Geld existiert. Das hat jetzt noch gar nichts damit zu tun, wie viel kriegt da von der Bund, was macht das Land, was macht die Kommunen. Das Geld ist natürlich alles zusammengenommen. Und somit wäre sowas auch keine Modellrechnung, wo man sich auf irgendein Modell festlegt, sondern einfach nur mal plausibel macht, dass das Ganze funktioniert. Denn da steht jetzt eigentlich, so richtig funktionieren tut's nicht. Beziehungsweise dafür müsste man eine ganze Menge umändern. Nur dieses, dafür müsste man eine ganze Menge umändern, steht da schon wieder nicht mehr in dem Feststellungsteil. Da müsste stehen, wenn überhaupt, müsste da stehen, 650 Euro sind genug. Dann müsste der Landtag aber auch können gezahlt werden. Da müsste der Landtag aber auch feststellen, dass das auf gar keinen Fall ausreicht. Dass das mindestens auf 860 Euro hochgesetzt werden muss und dass dafür eine Umverteilung in der Gesellschaft stattfinden muss. Wenn diese Feststellungen noch dazukommen, sofort, kann von mir aus die Zahl da stehen bleiben. Aber nicht, solange diese weiteren Feststellungen nicht dazukommen, denn dann heißt es, das ist nicht festgestellt worden. Da ist nur festgestellt worden, 850 Euro würde funktionieren. 650 Euro würde funktionieren. Aber 650 ist kein bedingungsloses Grundeinkommen.
Denn unsere Definition ist auch die, die wir übernommen haben. Das sind die vier Kriterien. Und, einige von den Kriterien werden bei den 650 Euro nicht erfüllt. Also ist es auch gar nicht mal ein BGE. Also von daher, ich kann wirklich hinter die 650 Euro, ja, es steht nicht drin, da steht nichts Falsches drin, aber ich glaube, damit schießen wir uns mehr ein Eigentor, als dass das irgendwie einen Effekt hat, von wegen, es würde, dass das ein gutes Licht da drauf wirft. Gut, bevor wir weitermachen, Daniel, ich weise kurz darauf hin, dass ich in 5 Minuten einen Schnitt mache und wir dann in einen fraktionsöffentlichen Teil gehen, nach Beschluss. Daniel. Ja, Dietmar, ich glaube auch, wir diskutieren das aber dann hoffentlich weiter. Das entwickelt sich ja gerade tatsächlich auch sowas wie eine Diskussion hier, politische. Zu Dietmar ganz kurz, was den Redner oder die Rednerin angeht, ich glaube, da habe ich mich gerade missverständlich ausgedrückt. Ich glaube, wir finden hier keinen Redner, der ein bedingungsloses Grundeinkommen von 645 Euro da vorne verkaufen möchte. Das war mein Punkt, nur um das nochmal entsprechend klarzustellen. Wogegen ich mich wehre, ist halt eben die 645 Euro. Olaf hat das gerade auch schon gesagt und bei Joachim kam das auch. Die 645 Euro sind eben weder Kampflinie noch Untergrenze oder sonst irgendwas. Das ist irgendwas, was schon 2006 hätte so gegenfinanziert werden können. Und als genau das muss es auch behandelt werden. Es ist fatal, wenn wir im Antrag... Also wir reden über das Bedingungslos, wir reden über Arbeitswelt, digitale Dividende und so weiter und so fort, Digitalisierungschancen. Dann machen wir einen Feststellungsteil, sagen YouGov findet das oder die Umfrage YouGov ergibt, 53% finden das gut. Und dann sagen wir 2006 645 Euro und dann stellen wir fest, dann beschließen wir machen eine Bundesratsinitiative. Das ist logische Argumentation, die reden über das BGE. 645 Euro stehen da, die wollen 645 Euro BGE und wollen dafür eine Bundesratsinitiative machen. Das ist, da muss ich schon wirklich sehr schwer jemanden erklären, dass das eben nicht der Weisheit letzter Schluss ist, die 645 Euro. Sprich, in dem Antrag fehlt was. Da fehlt dieser Spannungs- und Argumentationsaufbau unserer Vorstellung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Ich glaube, dass das relativ leicht zu fixen ist, indem man zum Beispiel die Armutsgrenze, also danach sozusagen noch erwähnt, ne, 860 Euro, dann entsprechend da noch mit drin hat. Also mir fehlt die Prosa BGE, die Feststellung, Mindestfinanzierung 2006 waren schon 645 Euro. Und dann muss der Part kommen, dass wir uns was darüber hinaus vorstellen. Selbst wenn wir uns da nicht auf eine Summe festlegen wollen, dann muss da irgendeine andere Summe drinstehen, die unsere Untergrenze sein könnte. Und da kann ich persönlich mir vorstellen, dass unsere Untergrenze, unsere Diskussionsgrenze für ein bedingungsloses Grundeinkommen eben tatsächlich die Armutsgrenze ist. Darunter also bin ich zumindest raus bei einem bedingungslosen Grundeinkommen. Ja? So, das ist sehr wichtig. Und ich glaube, dann nehmen wir auch das raus, was Joachim, mir gefiel das gerade. Du hast gerade gesagt, das ist zu wenig offensiv. Ich glaube, dann nehmen wir das raus, weil dann gehen wir nämlich über das, was irgendwie schon wissenschaftlich festgestellt wurde. Wir versuchen, unsere Vision irgendwie zu formulieren in dem Antrag und bringen das da letzten Endes mit rein. Und dann noch ein Blick über den Tellerrand und das zu TOSO, was die zeitliche Planung angeht. Ich finde gut, den Antrag jetzt zu bringen. Ich kann mir nämlich sehr gut vorstellen, also möglicherweise wird ja der Antrag, auch wenn er gut ist, nicht seine Mehrheit finden hier im Landtag. Das haben ja häufig Oppositionsanträge so an sich. Was aber spannend wäre von der weiteren Strategie ist die, selbst wenn wir uns diesen Antrag ablehnen sollten, ja, auch wenn er gut ist, dann können wir danach einen weiteren Aufschlag nochmal machen mit dem Thema Kindergrundsicherung. Kindergrundsicherung ist mehrheitsfähig hier im Landtag Nordrhein-Westfalen. Ja, das wäre möglicherweise dann auch als Brückentechnologie zu einem bedingungslosen Grundeinkommen zu sehen. Will ich aber nicht mit anfangen. Wir fangen mit unserer Wunschvorstellung des gesellschaftlichen, arbeitsmäßigen Umbaus irgendwo an, bedingungsloses Grundeinkommen, lassen das mal hier debattieren im Landtag und gucken dann mal strategisch weiter. Wenn wir erst irgendwann einen Antrag in ein paar Monaten bringen, dann ist der Zug Kindergrundsicherung zumindest mit vernünftigen Anträgen dann auch abgefahren. Also
nochmal kurz zusammengefasst, mir fehlt irgendwas nochmal dazwischen. Das sind, glaube ich, wirklich nur 3-4 Sätze, die wir da noch irgendwie reinfriemeln wollen. Lass uns irgendwie mit 3-4 Mann zusammensetzen, 2 Sätze da reinbringen und ich glaube, dann läuft das. Ja, danke, Daniel, dass du mir die ganze Zeit geklaut hast. Leute, ich tue mich echt schwer gerade und ihr macht es mir nicht einfach. Wir diskutieren hier inhaltlich, ja, ganz bunt durch die Gegend über einen Antrag, der eigentlich in der finalen Fassung vorliegen sollte. Das ist nämlich der Grund dieser Abstimmung heute hier. Wir beschäftigen uns mit der Abstimmung zum Plenum. Tut er aber nicht. Und das sehe ich eben an dieser Diskussion. Diese Diskussion, die wir hier ansatzweise führen über einzelne Beträge und so weiter, hätte leider oder zum Glück in den dafür vorgesehenen Arbeitskreisen geführt werden sollen. Und ich, das ist jetzt auch nicht persönlich, aber ich tue mich auch schwer damit, wenn wir als Fraktion einem Menschen aus unserer Reihe die Verantwortung dafür einen Fachbereich übergeben, einen fachpolitischen Sprecher installieren, er aber nicht hier ist und wir über Anträge aus seinem Ressort abstimmen und diskutieren. Das geht einfach nicht und ich bin eigentlich ehrlich gesagt auch nicht bereit, das weiter so zu tun, weil das ist doch einfach totaler Quatsch. Wir können das halt nicht machen. Wir können solche Sachen nicht machen, das ist ineffektiv. So, und aus diesem Grunde muss ich eigentlich dagegen sein, weil ich diese Art an Ineffektivität einfach nicht bereit bin, weiterhin halt irgendwie zu tragen. Und ganz ehrlich, ich würde auch nicht wollen, dass ihr hier über Anträge aus den Fachbereichen, für die ich zuständig bin, hier diskutiert und abstimmt, wenn ich nicht dabei bin. Und ich weiß nicht, wie wir damit halt weiter in Zukunft umgehen sollen. Das ist aber ein Riesenproblem. Und das ist halt tatsächlich, das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie wir uns in die Inaktivität reinmanövriert haben. Weil das, was wir gerade machen, dürften wir eigentlich nicht machen. So, 2 Dinge, wenn ich kurz um eure Aufmerksamkeit bitten darf. Erstens, wir haben jetzt 11.30 Uhr, wir haben beschlossen, dass wir jetzt einen fraktionsöffentlichen Teil zu einem anderen Thema machen. Daher würde ich diese Diskussion unterbrechen. Zweitens, wir müssen trotzdem jetzt darüber abstimmen, ob dieser Antrag ins Plenum kommt. Das ist egal. Wir müssen jetzt darüber abstimmen, ob dieser Antrag ins Plenum kommt. Und da die Diskussion nicht beendet ist, ist das Abstimmungsergebnis eigentlich klar. Aber die Anträge müssen gleich eingereicht werden. Wir haben keine Zeit. Wie viel Formalfu wollen wir uns hier stilllegen? Was für Formalfu? Also, die Anträge müssen bis 12 Uhr da sein. Wir haben jetzt einen nicht-öffentlichen Teil zu einem anderen Thema. Da die Diskussion jetzt gerade läuft, werden wir sie gleich auch fortsetzen. Allerdings können wir nicht dann über diesen Antrag weiter in dieser Form diskutieren. Nein, 12 Uhr. Unsere Deadline ist 12 Uhr. Das muss ja auch alles vorbereitet werden. So, von daher frage ich jetzt die erste Frage, wer möchte diesen Antrag in dieser vorliegenden Form in das nächste Plenum einbringen? Die andere Alternative wäre, der Antrag wird noch kurzfristig geändert innerhalb der nächsten halben Stunde. In dem Sinne, was Daniel gesagt hat. Allerdings ohne Änderungen von Toso, wo ich jetzt auf den Wortbeitrag von Lukas eingehen muss, der ja auch noch Wünsche hätte, die er aber nicht einbringen kann, weil er nicht hier ist. Dann fehlt die große Diskussion darüber, in welche Ausschüsse soll das überhaupt, weil da muss ich dir wieder widersprechen, Lukas. Wenn wir sagen, das ist gar kein Arbeitsthema, so wie Olaf das vorhin gesagt hat, sondern es ist eigentlich ein Thema für irgendwas anderes, kommt eigentlich in andere Ausschüsse. Was denn? Entschuldigung? Tut mir leid. Wenn das eben kein Thema für den Ausschuss, für Tosos Ausschuss ist, dann ist es auch egal, ob Toso hier ist oder nicht. Also einfach nur, um dieses Argument noch eben zu bringen. Also die Alternativen sind, wir bringen den Antrag jetzt, wir ändern den Antrag noch innerhalb der nächsten halben Stunde und bringen ihn in einer veränderten Form. Oder wir schieben den Antrag weiter und in den nächsten Arbeitskreisen wird dann in diesem Antrag nach einer hier weiterlaufenden Diskussion nach dem nicht öffentlichen Teil
weiter an dem Antrag gearbeitet. Das sind die drei Alternativen. Jetzt, geändert jetzt oder später. So. Hat jemand eine weitere Alternative? Damit hier keiner sagt, hinterher ich hätte wieder Kaiser regiert. Das habe ich schon mal gehört. Gut. Also, erste Option. Wer ist dafür, dass wir den Antrag in unveränderter Form jetzt in dieses Plenum, ins nächste Plenum einbringen? Das ist keiner. Wer ist dafür, dass wir den Antrag in veränderter Form in dieses Plenum einbringen? 10. Wer ist dafür, dass wir den Antrag weiter diskutieren in den Arbeitskreisen und ihn schieben auf ein späteres Plenum? Is approval, ja, ja klar. Es werden immer mehr. 7, 8, 9. Einer geht noch. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, wer sind die vier Leute, die sich jetzt zusammensetzen und diesen Antrag ändern? Olaf? Ist das eine Meldung? Ich mache da mit. Darf ich einmal ein Mikrofon kriegen nochmal? Dankeschön. Ich würde mir vorstellen, dass Olaf, Joachim, ich hätte gern. Du nicht? Du bist raus, alles klar. Nixus hätte ich gerne dabei oder sonst jemand natürlich, ich sag mal, von den Referenten. Ich gerne mit dazu und ich weiß nicht, vielleicht noch irgendwie ein dritter MDL, wenn Joachim das halt jetzt eben nicht hinbekommt. Das fände ich schon schön. Moni, super. Ja. Achso, Pause bis 15:45 für die Raucher. Vier Leute arbeiten am Antrag, der Rest trifft sich um 15:45 zu einem fraktionsöffentlichen Teil und danach gehen wir wieder in einen öffentlichen Teil, wo es dann weitergeht mit der Diskussion zu bedingungslosen Grundeinkommen. Also, ich habe jetzt eine Version des BGE-Antrags hier vorliegen. Okay, wir haben keine Version des BGE-Antrags vorliegen. Boah, geil. Zwei Teams haben zwei verschiedene Versionen erarbeitet. Es wird immer besser. Moni, habt ihr irgendetwas am Beschlussteil am Ende, der Landtag beschließt, geändert? Gut, dann möchte ich Folgendes vorschlagen und bitte um euer Votum dafür. Diesen BGE-Antrag in dieser Form können wir nicht einreichen. Warum? Es gibt auf Bundesebene keine Volksabstimmung. Der Bundesrat kann keine Initiative starten zur Durchführung einer Volksabstimmung über das Grundeinkommen, weil es keine Volksabstimmung auf Bundesebene gibt. Ja, das mag ja sein. Dazu müsste man aber erstmal das Grundgesetz ändern, um eine Volksabstimmung zu ermöglichen, die dann über das BGE abstimmen könnte. Guter Grund. Die Bundesrepublik hat keine Volksabstimmung. Wir können das jetzt fordern. Wir müssten uns aber nicht gezwungenermaßen so in die Nesseln setzen. Also die von Nixus ist die ich hier ausgedruckt gerade Okay. Ich glaube, dass das nicht gesund wird, was wir gerade tun. Das ist mein Zitat. Und von daher, ja, das ist dein Zitat und ich übernehme das gerne. Und von daher möchte ich einen Antrag stellen.
Und dieser Antrag lautet, wir schieben diesen Antrag, wir bringen diesen Antrag nicht in dieses Plenum ein, sondern schieben ihn, es ist so, wie es jetzt ist, nicht auf die Schnelle zu heilen. Wir haben noch ungefähr eine halbe Stunde, da müssen die ganzen Sachen vorbereitet und zum Landtag geschickt werden. Ich glaube, so ein Schnellschuss kann jetzt nur nach hinten losgehen. Mache ich. Daniel, es gibt keine Volksabstimmung auf Bundesebene. Wenn der Beschlusstext sagt, die Landesregierung soll eine Bundesratsinitiative machen, die zum Ziel hat, eine Volksabstimmung auf Bundesebene über das bedingungslose Grundeinkommen zu haben, müsste da erstmal stehen, wir wollen, dass der Bundesrat, ich weiß gar nicht, ob er es kann, das müsste ich noch rausfinden, dass der Bundesrat eine Initiative startet, das Grundgesetz zu ändern, eine Volksabstimmung einzuführen und danach mit dieser Volksabstimmung über das Grundeinkommen abzustimmen. Ich glaube, diesen Teil sollten wir nochmal überdenken, politisch, fordernd. Der Forderungsteil kam ja nicht von mir. Also, mein Job war jetzt, das Ding zu fixen. Das haben wir gemacht. Genau, fragt mich was zur Ehrenrettung der Menschen, die das bisher bearbeitet haben. Daran ist schon auch gedacht worden, an diesen Punkt. Und wenn du den Beschlussteil ganz genau liest, dann soll eine Bundesratsinitiative mit dem Ziel gestartet werden, dass sowas stattfinden kann. Und das impliziert natürlich eine Grundgesetzänderung zur Durchführung von Volksabstimmung. Damit macht man sich nicht lächerlich, finde ich nicht. Aber ich würde auf jeden Fall den Antrag zur Verschiebung unterstützen, dass wir nämlich wirklich alle gemeinsam an einem solchen Antrag arbeiten und auch die Menschen, die gerade hier nicht sind, die sich vor allen Dingen relevant mit diesem Thema auch seit einiger Zeit beschäftigen. Das finde ich wichtig. Und vielleicht kommen wir da auch zu einer Lösung, dass wir BGE und Volksabstimmung, was beides sehr, also Volksabstimmung auf Bundesebene und BGE, was beides extrem wichtige Punkte sind, vielleicht kriegen wir das noch ein bisschen besser voneinander getrennt, sodass wir uns auch ausgiebig über das Thema BGE in einem Antrag unterhalten können und Volksabstimmung vielleicht an anderer Stelle. Also mit dieser Argumentation, Frank, steht da im Grunde genommen, wir wollen, dass eine Bundesratsinitiative startet, die das Grundgesetz ändert, dass Volksabstimmungen stattfinden können. Punkt. Da steht nicht mal, dass eine Volksabstimmung durchgeführt werden soll über das BGE. Nur, ne, also man kann da so vieles hinschreiben, es ist halt einfach nur gerade aufgefallen. Ich höre auf diese Einwürfe von außen und bringe das ein, um einfach jedem hier eine möglichst breite Entscheidungsbasis zu geben. Und der Einwurf war, es gibt eben keine Volksabstimmung auf Bundesebene. Also ist die Forderung in der Form, wenn wir denn wollen, dass eine Volksabstimmung über das BGE gibt, nichtig, weil es das gar nicht laut Grundgesetz gibt. Bleibt trotzdem mein Problem und deswegen würde ich gerne über diesen Antrag auch abstimmen. Wir haben das immer so gemacht, wenn Anträge gestellt werden, wird darüber dann auch abgestimmt am Ende der Diskussion. Es sei denn, es... Zitat Körfkes? Wahrscheinlich, ja. Und damit ist die Diskussion auch erledigt. Also ich stelle jetzt den Antrag, dass wir diesen Antrag nicht in dieses Plenum einbringen, sondern stattdessen schieben und das an diesem Antrag halt noch weiter gearbeitet werden kann, sodass auch die rechtlichen Begebenheiten im Bund nochmal stimmen und dass am Ende auch alle Leute damit zufrieden sind, was in diesem Antrag steht. Wenn es da keine Widersprüche, Widerreden zu gibt, dann würde ich jetzt fragen, ja bitte. Ich muss mich kurz resetten, damit nicht unüberlegt Dinge durchs Mikrofon huschen. Also wir können das mal so machen. Das haben wir jetzt aber auch schon beim letzten Mal so gemacht. Ne? Ich sag mal, passiert mit dem Antrag ist halt nichts. Der ist mehrfach ja in den Kernarbeitskreisen aufgerufen worden. Lukas hat das alles vorhin dargestellt und wir alle sind daran schuld, dass daran mit dem Antrag nichts weiter passiert ist. Das können wir jetzt ein paar Plenarsitzungen irgendwie so machen, ist aber, glaube ich, irgendwie nicht gut. Aus meiner Sicht brauchen wir von uns Abgeordneten mindestens jemanden, der sich da den Hut für aufzieht, ja, und das eben mit den Referenten gemeinsam dann halt eben durchzieht und
dann sollten wir, wenn wir hier in der April-Phrase oder fürs April-Plenum das Ding hier abschließend vorliegen haben, aus meiner Sicht auch wirklich nur noch darüber abstimmen. Wir haben heute eine ausführliche Diskussion dazu hier gehabt. Wir können dann dann gibt es wirklich einen fertigen Antrag, über den wird abgestimmt und dann ist die Nummer durch. Dann würde ich halt auf dem Weg darum bitten, dass der Antrag rumgeschickt wird und so weiter und so fort. Und genau deswegen einen verantwortlichen Abgeordneten, wer auch immer das irgendwie ist, und ab dafür. Also mir reicht nicht der Beschluss, jetzt einfach zu sagen, wir vertagen das. Ich habe, sagen wir mal, negative Erfahrungen in der Fraktion damit gemacht. Ich würde in Ergänzung dessen sogar noch vorschlagen, dass man einen Termin macht, wo nur über diesen Antrag geredet wird. Ja, meinetwegen. Von mir aus sogar hier, von mir aus sogar... Wie wir das schon mehrmals hatten, nur mal so nebenbei. Wo nur über diesen Antrag geredet wurde. Ja, natürlich. Einstündige Kacksitzung. Ich rede jetzt von einem... Wir reden nur über den BGE-Antrag. Ich weiß, was du meinst, Olli. Ja. Ich weiß, was du meinst, aber ich meine tatsächlich einen Termin Erarbeitung BGE-Antrag und nicht Kack, wo der BGE-Antrag drin ist. Ne? So. Vielleicht wird es dann auch klarer, was in den Kacks... Nein, Quatsch, was in der Stunde gemacht wird. Ja, zu den Kacks kommt keiner. Vielleicht kommt jemand, wenn der Titel lautet BGE-Antrag. So. Ja. Sei es so. Gibt es weitere Wortmeldungen zu einem Antrag vielleicht noch? Der Daniel hat ja jetzt dagegen gesprochen, es so zu machen, oder will zumindest die Ergänzung, dass dann eine Person das übernimmt. Ich glaube, das können wir jetzt aber hier nicht so bestimmen. Aber das können wir alles. Wir können ja alles bestimmen. Magst du denn dazu deinen Folgeantrag formulieren? Das fände ich super. Also hier springt ja keiner hervor. Ich nehme mir den Hut, wenn die Fraktion möchte, dass ich mir den Hut nehme. Ja? Und dann würde ich jetzt direkt einen Termin setzen für 13.30 Uhr nächste Woche Dienstag. Da findet eine Besprechung statt, hier im Fraktionssaal. Und zwar alle, die sich mit dem BGE-Antrag noch auseinandersetzen müssen. Und danach ist der mehr oder weniger, sagen wir mal, final fertig. Bis dahin sollten wir, da gucke ich mal in Richtung Gerd, nochmal die rechtlichen Rahmenbedingungen nochmal abklären, beziehungsweise nochmal zurechtzurren. So, das wäre mein Alternativ- oder Ergänzungsantrag. Ich setze mir den Hut auf und den ersten Termin würde ich festlegen auf nächste Woche Dienstag 13.30 Uhr hier. Gut, also zwei Abstimmungen. Erstens, wer dafür ist, dass wir diesen Antrag jetzt nicht in dieses Plenum einbringen, sondern weiter bearbeiten, möge sich jetzt bitte melden. Nicht einbringen, sondern weiter bearbeiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wer ist dagegen, den jetzt weiter zu bearbeiten und möchte den jetzt ins Plenum einbringen? Wer möchte sich enthalten? Bei zwei Enthaltungen einstimmig, dass wir ihn schieben. Und jetzt kommt Daniels Antrag. Wer ist dafür, dass Daniel den Hut bekommt, sich um diesen Antrag zu kümmern? Ich möchte und den Rest eine Ergänzung dazu machen. Ja, bitte. Nicht, dass das falsch verstanden wird. Ich möchte damit nicht irgendwie vordefinieren, dass ich die Rede oder sowas im Plenum dazu halte. Das ist eine andere Diskussion. Nur um das rauszunehmen dabei, ja. Gut, also es geht nur um die weitere Erarbeitung. Termin kannst du selber festlegen, das müssen wir jetzt nicht beschließen. Ja. Wir können das auch mitbeschließen. Komm, wir beschließen es mit. Ja, bitte. Doch, ich denke, wir sollten das angesichts der Ansage von Daniel mitbeschließen. Du hast jetzt mal so eingeworfen, nächste Woche Dienstag, 13.30 Uhr. Bin ich strikt gegen. Machen wir, denke ich mal, montags im Bereich der Zeiten, an denen die Kernarbeitskreise stattfinden, an denen auch diese Termine wurden auch benutzt für die BGE-Geschichte unter anderem, weil Dienstag zahlreiche Ausschüsse laufen. Es läuft hier eine Justizangestelltenkonferenz hier im Plenum. Es sind mehrere Abgeordnete auf Ausschusssitzungen. Ich fände es besser, wenn dieser Kernarbeitskreis-Zeitfenster, wenn das dafür genommen würde, weil da sollten eigentlich all diejenigen Zeit haben, die sich intensiv inhaltlich mit Dingen befassen wollen. Und ich glaube, es ist legitim, das dann eben an diesem Montag dann zu tun. Also ich wäre dafür, es Montag im Zeitfenster der Kernarbeitskreise zu besprechen. Da sind auch alle Referenten in der Regel da.
und sollten dann auch die interessierten und relevanten Fachabgeordneten oder Abgeordneten MDL, die Interesse daran haben, an der Sache inhaltlich zu arbeiten, dann halt sich mal die Zeit nehmen und hier sein. Wohl bemerkt, weil montags nämlich in der Regel keine Ausschusssitzungen laufen. Und Dienstagnachmittag eben volles Programm ist. Zumindest aus meiner Übersicht. Möchtest du dazu noch was sagen, Daniel? Nee, mein Vorschlag steht ja. Gut. 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 Die Anregung nehmen wir mit. Trotzdem jetzt der Beschluss, Daniel bekommt den Hut auf, sich weiter um diesen Antrag zu kümmern und auch um die rechtlichen Begebenheiten mit Gerhard abzuklären. Gut. Ist jemand dagegen, dass Daniel sich kümmert? Möchte sich jemand enthalten? Dann hat Daniel einstimmig den Hut. Okay. Dann müssen wir jetzt noch die Priorisierung machen der Anträge. Ja, brauchen wir trotzdem, Moni, weil das ist schon so abgesprochen. Wir tun auch Dinge manchmal. Also, wir müssen uns um die Priorisierung der Anträge kümmern. Wer hat unser Schicksal in der Hand? Der Lutz. Wir haben 4 Anträge. Wir haben einen Safe Harbor Antrag, einen Lobbyismusregisterantrag, einen Energiewende braucht Bürgerenergieantrag und einen emissionsfreier Verkehr in unseren Städten Antrag. Ich würde folgendes Verfahren wie vom letzten Mal anwenden. Nein, wir wenden das jetzt einfach an. Wer dafür ist, dass wir den Safe Harbor Antrag auf... Nein, Prio, ihr wisst schon, hier, ihr dürft mehrfach voten und so weiter. Wer möchte, dass der Safe Harbor Antrag weit oben steht, der möge sich jetzt melden. Einer. Wer möchte, dass der Lobbyismusregisterantrag weit oben steht, möge sich melden. 2, 4, 6, 7. Wer möchte Energiewende braucht Bürgerenergie weit oben haben? 2. Wer möchte emissionsfreien Verkehr in unseren Innenstädten weit oben haben? Ich mag Dieselabgabe. 4. Als man Auspuff zu sprechen. Dann hieße unsere Reihenfolge Lobbyismusregister. Ist der wichtigste. Die emissionsfreie Verkehr wäre der zweitwichtigste. Energiewende drittwichtigste. Safe Harbor Prio 4. Bitte schön. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Achso, einen muss ich noch unterschreiben. Moment, kriegst du sofort. Zack, danke. Wiedersehen. Supi, dann, wo bin ich denn hier? Vorstandssitzung, nee, hier will ich doch hin. Wortmeldung, der Gerhard. Ja, gestattet mir einen ganz kurzen Ergänzung aus Anlass jetzt von der Besprechung des letzten Antrags, insbesondere die juristische Problematik, einen ganz kurzen Verfahrenshinweis mit der Bitte, da eine gewisse Sensibilität zu entwickeln bzw. nach einer Lösung zu suchen. Selbstverständlich wäre es meine Aufgabe, Anträge zu schauen und die auf juristische Fallstricke zu untersuchen. Dazu gehört aber erstens, auf meine Auffassung, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein aus meiner Sicht, dass die Referenten, die solche Anträge schreiben, wenn da etwas Juristisches vorkommt, frühzeitig auf mich zukommen, immer noch als Juristischer, und mich darauf ansprechen und fragen, geht das so? Wenn ich auf die letzten 4 Jahre zurückblicke, dann ist das vielleicht... 4-mal vorgekommen angesichts einer Mal. Nun enthält nicht jeder Antrag juristische Bezugnahmen etc., aber immer eine ganze Menge. Und wir haben ja teilweise auch schon schlechte Erfahrungen damit gesammelt, dass dann spätestens im Plenum in der Fraktion, die anderen Fraktionen nicht ganz zu Unrecht gesagt haben oder juristische Hinweise gemacht haben, sag mal so. Warum das nicht funktioniert, weiß ich nicht. Ich möchte das einfach nur mal als Problem darstellen. Zweitens, oftmals scheint es ja so zu sein, dass Anträge am Freitag vom Mumble erst kurz vor Toresschluss eingehen. Das heißt, da ist ein Antrag schon geschrieben, da ist viel Energie und viel Fachwissen investiert worden und dann sind aber auch juristische Bezugnahmen. Das heißt, wenn ich dann sagen würde, wie zum Beispiel in dem Fall wäre es ja vielleicht eh nicht gelaufen, nee, so kann man den Antrag nicht stellen, dann
hat es da über Wochen Vorarbeiten gegeben, Kacksitzung und so weiter, und dann schieße ich das Ding sozusagen aus juristischer Expertise, drei Tage Arbeitstage vom Plenum schieße ich das ab, weil das geht gar nicht. Das ist der zweite Einwand. Also ich glaube, da ist ein strukturelles Problem, woran das immer auch liegen mag, und wie gesagt, mein Ansinnen ist nur, und damit ende ich, dass sich die Fraktion oder die Geschäftsführung, der Fraktionsvorstand mal überlegt, wie man das strukturell in den Griff bekommen kann. Danke. Eröffnen. Ich wollte es gut anmerken. Ich möchte was anderes dazwischen. Dann hau rein. Ich weiß ja jetzt gerade nur hier, ich bin ja vorhin an der Tür überfallen worden, ob ich das übernehme. Ich hätte es im Prinzip gemacht. Ich wollte jetzt nur sagen, wenn sich irgendjemand traut, das zu tun, finde ich es verdammt mutig. Es geht gar nicht eigentlich, dass das jemand übernimmt, weil da hat es ganz lange Vorgespräche mit der Moderatorin und dem Grampi gegeben. Ich habe keine Ahnung über die Inhalte, die da gesprochen werden, gar nichts. Mir ist gerade ein Wort von der Jutta an den Kopf geknallt worden, was ich schon falsch interpretiert hatte, beziehungsweise nachgefragt hatte, was damit gemeint sei. Das bringt es nicht. Wenn sich da überhaupt jemand hintrauen sollte, sollte er jetzt bitte sagen, um 13 Uhr in die Diskussion zum Weltfrauentag, der jetzt gleich um 13 Uhr im Plenum stattfindet. Aber dann sollte man... Ja, die Podiumsdiskussion ist was später. Aber wie gesagt, ich traue es mir nicht zu. Deswegen habe ich jetzt Nadja auch schon gesagt, für mich soll sie bitte absagen. Sie hat an mich gebeten, dass ich das eben hier unten nochmal in der Runde sage. Ja, also ich glaube, das wäre peinlicher, da hinzugehen, als da nicht hinzugehen. Also da ich sowieso gleich zu der Veranstaltung kurz hin wollte, werde ich zu der Moderatorin gehen, ihr die Situation erklären und dann... Gut. Dann setze ich mich aufs Podium. Gute Idee. Nicht. Nein, ich werde das der Moderatorin dann gleich mitteilen. Gut. Wir sind ja jetzt noch bei dem Top... Wir sind immer noch im Top-Anträge fürs nächste Plenum. Ich möchte noch eben anmerken, weil mir das gerade auffällt. Also es gab ja noch eine etwas längere Rednerliste über den BGE-Antrag zu diskutieren. Erstens ist diese Rednerliste weg. Also irgendwer hat sie gelöscht. Sei es drum. Ist jemand der Meinung, dass wir jetzt die Diskussion über den BGE-Antrag fortführen sollten, wo wir doch einen Termin jetzt machen wollen unter Daniels, das ist ganz schön stickig unter deinem Hut, aber egal, unter Daniels Hut. Der möge dann jetzt aufschreien und dann müssen wir die Rednerliste erneut eröffnen. Ansonsten, ich weiß nicht mehr, wer in welcher Reihenfolge dran war, kann das leider auch nicht mehr nachvollziehen. Das stimmt und es sind auch Redner nicht mehr da, die auf der Liste standen. Das weiß ich auch so noch aus dem Kopf, aber gut. Dann machen wir das bei dem extra dafür anberaumten Termin. So, ich habe noch einen Antrag hier stehen, der Insider 227, der da allerdings sehr, sehr verhungert. Ich glaube, den mache ich jetzt einfach mal wort- und kommentarlos weg. Den gibt es nicht schriftlich, da kam nichts zu, da gab es eine Diskussion auf der Liste. Ihr könnt das alle nachlesen, das Stichwort heißt Flüchtlingskontingente. Was? Es gibt keinen Antrag dazu. Ja, steht aber im Pad. Deswegen, ich will das nur sagen, da stand noch ein weiterer Antrag fürs Plenum. Da steht aber nur ein Wort, Flüchtlingskontingente, da ist nichts zu gekommen. Das hat nicht funktioniert. Das ist nicht zeitig fertig geworden. Kommt vielleicht beim nächsten Mal, alles wird gut. Gut, dann wären wir durch mit der Vorbereitung des nächsten Plenums und kommen zu Top. Nee, Moment, ganz kurz. Mario, musst du noch weg oder bist du jetzt hier? Bist du noch lange hier? Alles klar. Gut, dann ziehe ich jetzt hierhin den Top 2. Wir haben nämlich vorhin verschoben, Bericht des Pressesprechers, dann darfst du den jetzt, der Pressestelle, dann darfst du das jetzt eben nachholen. Darfst ein bisschen erzählen, was du getan hast? Ich glaube, das wird noch nicht allzu ausführlich, aber viel Spaß dabei. Ja, in der Tat, kann ich das kurz halten. Ich bin jetzt so weit, dass ich Pressemitteilungen versenden kann. Jens ist genesen, so viel kann ich sagen, aus der Pressestelle und ist jetzt direkt im Urlaub, der lange genehmigt und angekündigt war, steht mir aber für Rückfragen zur Verfügung, so dass ich jetzt wirklich arbeiten kann. Ich bin jetzt soweit, dass ich reaktive Presseanfragen bearbeite und das auch relativ gut und zügig klappt. Auch die Kommunikation mit den Abgeordneten, mit denen ich bis jetzt zu tun hatte, klappt gut.
Da sind wir. Wir sind noch nicht in der Planung außerhalb des Fraktionentreffens für Sachen in der Zukunft, beziehungsweise, nein, ist nicht ganz richtig. Joachim hat mich, wie er vorhin ja schon sagte, hinsichtlich der großen Anfrage Bertelsmann Stiftung gestern schon eingebunden und wir versuchen da eine Strategie zu entwickeln, das medial zu begleiten. Ihr schwatzt. Nein, nein. Doch. Ich bitte den Herrn Fraktionsvorsitzenden nicht zu schwatzen für den Stream. Also wir sind im reaktiven Bereich, bin ich jetzt soweit fit, das funktioniert. Ich war eben bei der Landespressekonferenz, konnte mich dem Vorstand und einigen Mitgliedern vorstellen, sodass sie wissen, dass es mich gibt. Da sind dann auch Leute dabei, mit denen wir in letzter Zeit enger Kontakt hatten. Also das funktioniert ganz gut. Da ist das momentan Sachstand. Für die ganze, ich habe eine Handvoll Mails von Jens bekommen, die ich heute abarbeite, wie redaktioneller Beitrag für den Schlag auf Schlag und so weiter. Des Weiteren kriege ich jetzt so langsam was zum Car-Office mit, aber das ist in guter Hand, sodass ich mich da nicht einmischen muss. Das funktioniert alles. Fragen? Wünsche? Ideen? Anregungen? Danke. Verzeihst du jetzt unser Schwatzen? Nicht genug. So, okay, dann huschen wir wieder runter unter Top 5 und sind jetzt bei Top 6. Top 6 ist Vorstandswahl. Jetzt sind die Helfer der Vorstandswahl weg. Haha. Okay. Nachbesetzung stellvertretende Sternchen, Vorsitzende Sternchen. Ich bin Informatiker. Ich wollte nicht rin-Sternchen-Ausrufezeichen-Ad. Jetzt ist weg. Ach so, perfekt. Ja, super. Also, Vorschlag, wir schieben Top 6 noch mal kurz, weil die Wahlhelfer sind gerade nicht da und kümmern sich wahrscheinlich um die Anträge. Die haben wir jetzt etwas in Wallung gebracht. Gibt es dazu Widerspruch? Das ist nicht der Fall. Dann machen wir jetzt erstmal Top 7. Neuer Top, Transparenzgesetz, Justiziar. Moment, stopp mal. Stopp. Nein, also, liebe Nadja, die du da im Stream sitzt und an der Tagesordnung rumfummelst, so nicht. Das hatten wir vor 2 Jahren, dass man live in der Tagesordnung Dinge einfügt. Trotzdem war das gestern nicht in der Vorstandssitzung. Ja, perfekt. Wir können das gerne unter Sonstiges besprechen, aber wir schieben hier nicht irgendwelche Tops rein. Das finde ich jetzt doof. Da bin ich nicht vorbereitet drauf. Das überschneidet sich dann hier nicht mit meinem Dings. Ihr wisst schon. Das auch. So. Das ist natürlich Top 8. Also Top 7 ist Fraktionentreffen 23. 24. 4. in Bielefeld. Da wollte bestimmt der Grumpy was zu sagen. Jetzt ist der Grumpy nicht da. Hartmut, kannst du was dazu sagen? Sonst schieben wir das auf nächste Woche. Also nur ganz kurz. Es wird jeder gebeten, der noch, das war ja vorhin schon Thema, der noch etwas dazu beitragen kann. Das Konzept ist ja da, dass das optimiert wird. Und ansonsten ist es nach Bielefeld verlegt worden. Das war ja bekannt. Wir machen das am Sonntag. Und am Samstag davor wird das KVT-Treffen sein in der Bielefelder Spinnerei. Alles klar. Save the Date ist raus. Alles klar. Gibt es dazu weitere Fragen, die nicht der Grumpy beantworten muss? Das ist erstmal nicht der Fall. Ich gehe davon aus, wir werden die nächsten Wochen darüber noch einiges hören, über diese Fraktionen treffen. Dann Top 8, Jugendlandtag 2016, BOM. BOM? BOM 23.06. Ach, FOM. Vom 23.06. bis 25.06. Möchte dazu jemand etwas sagen? Die Jugendpolitiker? Der Daniel. Ja, ich habe irgendwie nicht mehr damit gerechnet, dass wir überhaupt noch zu dem Top kommen, aber ist egal. Ich glaube, ihr hattet letzte Woche, da war ich ja nicht da, auch schon kurz über den Jugendlandtag gesprochen.
Mittlerweile hat Mario ja auch das Angebot gemacht, dass sozusagen lokalisierte Pressemitteilungen rausgeschickt werden. Da möchte ich euch natürlich sensibilisieren und bitten, das auf jeden Fall zu tun. Und zwar nicht nur für den Ort, wo ihr eben wohnt, sondern auch für die Wahlkreise, deren Betreuung ihr übernommen habt. Damit wir tatsächlich in der Breite auch überall in den Medien vorkommen. Die Erfahrung aus den letzten Jahren zeigt, dass diese Pressemitteilungen eigentlich auch gut abgedruckt werden vor Ort. Also keine Garantie, aber im Regelfall passiert das, gegebenenfalls dann halt in so einem Mischmasch auch durchaus mit den Pressemitteilungen der anderen Fraktionen, aber das soll uns ja wurscht sein. Wichtig ist, dass wir als Kontakt eben draußen vor Ort sind. Was ich generell noch sagen wollte, ich weiß, dass sich Tina und Jutta, die bei den Vorbesprechungen zum Jugendlandtag auch mit dabei waren, auch viel mit der Thematik an sich beschäftigt haben. Wir würden uns natürlich wünschen, dass wir auch Leute eben aus unseren eigenen Reihen mit vor Ort haben. Also junge Piraten oder auch junge Menschen, die, ich sag mal, irgendwo piratennah sind, wie auch immer. Wir haben das in den letzten Jahren immer recht ausgewogen hinbekommen und haben mit einer bunten Mischung eigentlich immer eine sehr tolle Jugendlandtagsfraktion hier stellen können. Wenn ich gerade auch ans letzte Jahr denke, wo wir ja eine wirklich im wahrsten Sinne des Wortes bunte Mischung tatsächlich auch hier sitzen hatten, so hat das immer funktioniert. Also ich meine, die waren ja teilweise konservativer, als wir im Vorfeld irgendwie gedacht haben. Also ich will dazu anregen, lass uns Leute von draußen holen, die da einfach nichts mit uns zu tun haben, Fremde für uns sind. Aber lasst uns auch in unseren eigenen Kreisen nochmal gucken. Guckt, wen ihr irgendwie vor Ort vielleicht habt an jungen Menschen. 16 bis 20 ist die Altersklasse, die wir dort berücksichtigen können. Von der wird auch organisationsseitig nicht mehr abgewichen. In früheren Jahren war es schon mal so, dass auch mal so ein 15-Jähriger oder eine 21-Jährige durchgewunken wird. Das gibt's nicht mehr. Ebenso kann niemand daran teilnehmen, der halt schon mal beim Jugendlandtag war. Auch das weiß ich aus Erfahrung, es gibt immer wieder Anfragen der bisherigen Jugendlandtagsteilnehmer. Die dürfen hier Helfer sein, aber die dürfen halt nicht nochmal am Jugendlandtag teilnehmen. Ja, so viel erstmal dazu. Das Ganze pressiert natürlich. Also wir haben zwar noch Zeit, irgendwie bis Mitte April, Mitte, Ende April sind die Fristen, wann wir an den Landtag melden müssen. Ihr werdet aber möglicherweise nicht direkt mit Anmeldungen zugeschüttet werden aufgrund einer Pressemitteilung. Also wir sollten alle da wirklich selber auch aktiv werden. Und wenn sich sowas anbietet wie aus dem letzten Jahr mit dem autonomen Zentrum, scheut nicht da einen Kontakt zu suchen, wenn ihr da irgendeine ganze Jugendgruppe habt, die zur Hälfte schon irgendwie die Fraktion stellen will. Lasst uns drüber nachdenken, ob das irgendwie sinnvoll ist. Ich finde das auf jeden Fall cool. Oder ich fand die Erfahrung aus dem letzten Jahr auf jeden Fall sehr gut. Weitere Wortmeldungen dazu, zu dieser Information? Olaf? Das ist jetzt eigentlich mehr fast eine Frage auch an Hartmut, weil du hattest gesagt, dass wir ja eventuell auch dafür Flyer machen, dass die dann am Chaos-West verteilt werden können für den Jugendlandtag. Das würde ich gerne jetzt auch nochmal fragen, ob das in Angriff zu nehmen ist, ob das also derzeit mit der Besetzung der Pressestelle machbar wäre. Das fände ich auch noch eine ziemlich wichtige Sache. Und dann das, was Daniel gesagt hat, da möchte ich noch auf eine Sache hin denken. Die Resonanz ist relativ gering, selbst dafür, wie weit das sehr weit gestreut wird. Achtet einfach mal bitte vielleicht auch ein bisschen darauf. Ich werde da immer wieder mal was zu twittern, formuliert auch vielleicht einen persönlichen Twitter. Sache mal, von wegen, wer will meinen Platz einnehmen oder so, und dann sollten die anderen das allerdings auch, sobald sie das sehen, weit streuen, weil das ist wirklich genau das Problem. Ich weiß nicht, ob die Hemmschwelle zu hoch ist, dass sich die Jugendlichen nicht melden oder so. Es ist aber sehr, man muss dafür tierisch Werbung machen, und wir brauchen nun mal eben hier 18 Leute mindestens, aber gewünscht sind von der Landtagsverwaltung das Doppelte. Dass also immer ein Vertreter mitgenannt ist. Dann passiert auch nicht das, also das, was letztes Jahr passiert ist, dass wir plötzlich Leute von der SPD-Fraktion bei uns drin hatten, weil bei uns war einer abgesprungen.
Und dann hat man einen Nachrücker genommen, aber der kam aus einer anderen Fraktion. Das soll dieses Jahr nicht mehr passieren. Deswegen sollten wir auch wirklich doppelt so viele Leute benennen, wie wir Plätze zu vergeben haben. Nein. 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 Gut. Gibt es dazu weitere Wortmeldungen? Die Plenarsitzung. Aber nicht alles andere nicht, ne? Ich will doch noch mal. Bitte. Also nur um das festzuhalten, die Plenarsitzung, sozusagen der Abschluss der ganzen Veranstaltung, die wird gestreamt. Die einzelnen Fraktionssitzungen, Ausschusssitzungen und so weiter, die ja machen, und Anhörungen nicht. Ne? Ich glaube, du hattest das Mikro nicht an, ist aber egal. Ich wollte noch eine andere Idee reinwerfen, eine weitere Möglichkeit. Also ganz wichtig ist, was Olaf halt eben gesagt hat, die überrennen uns nicht mit den Anfragen hier, ob man am Jugendlandtag teilnehmen kann. Das ist halt auch eine Verpflichtung, sind halt eben 3 Tage und so weiter und so fort. Ist allerdings halt ein cooles Erlebnis. Man kann auch mal lokal an die Schulen und so weiter gehen und fragen, ob da Interesse besteht. Oder an die entsprechenden Schülerinnen und Schülervertretungen an den Schulen. Das sind ja auch meistens die sich irgendwo über das normale Maß hinaus irgendwo engagieren und auch tatsächlich Bock auf sowas haben. Also nutzt einfach alle Möglichkeiten, wo ihr irgendwie junge Menschen habt, und platziert da dieses coole Angebot Jugendlandtag. Einsatz Flyer fände ich cool. Also wenn das wirklich kurzfristig realisierbar ist, dann raus damit. Fände ich super. Gut. Mario. Um die Frage zu beantworten, Olaf, Daniel, ich habe momentan noch keine Ahnung, wie ein Ablauf Produktion eines Flyers hier ist. Darum bitte ich um Hilfe, kurz von Tina wahrscheinlich, wer auch immer. Kommt gleich direkt danach auf mich zu, dann checken wir, ob wir das machen können. Okay. Gut. Top 9 Sonstiges. Erster Punkt, öffentliche Ausschreibung WDR-Rundfunkrat seitens des Landtags NRW. Das hat gestern jemand in der Vorstandssitzung eingebracht. Ich glaube, da war von Grumpy eine Information. Wir schieben es auf nächste Woche, wir wissen es leider gerade nicht. Das macht die Krankheit manchmal so. Und jetzt kommen wir... Lass es uns nächste Woche machen, macht mehr Sinn. Alles klar. Dann kommen wir jetzt zu dem geschobenen, nachgeflochtenen, wie auch immer, Punkt Transparenzgesetz Justiziar. Gerhard. Danke. Der Kernarbeitskreis Transparenz hat sich in den vergangenen Wochen nochmal mit dem Thema Transparenz und Einbringung eines Transparenzgesetzes befasst. Wir sind darauf hingewiesen worden, dass der Beauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Thüringen im Februar einen recht progressiven Gesetzentwurf zu einem Transparenzgesetz vorgestellt hat. Daraufhin ist die Idee entstanden, sich mit ihm in Verbindung zu setzen und ihn zur Vorstellung und Erläuterung dieses Gesetzentwurfs nach Nordrhein-Westfalen hier in den Landtag einzuladen. Eine Einladung ist auch erfolgt. Ich habe mit ihm gesprochen. Allerdings ist sein Terminkalender so voll, dass er keine Möglichkeit gesehen hat, vor Frühsommer hier zu erscheinen. Hat allerdings gesagt, er hätte ein erhebliches Interesse und würde sich freuen, wenn wir nach Erfurt kommen würden. Und das ist der Grund jetzt, weswegen ich das auf die Tagesordnung habe setzen lassen. Er hat nämlich auch einen Termin genannt. Kurze Unterbrechung. Dann mache ich jetzt.
Und allgemeine Stimmung in der Fraktion. Ich sage, wir sitzen hier alle so schön, kann das zeigen. So, nimmt sich jetzt jeder mal nochmal einen Kaffee. Ja, genau. Extra Kaffee und Brötchen. Wir haben aber 5 Minuten, dann sind wir bei der. Dann sind wir im Lichtöffnungsteil. Ich will das nur kurz gesagt haben. Die filmen man auch nicht lange. Dann mach ich. Dann kommen wir wieder zur Sache. Schlage ich vor. Ja. Der hat mit dem Thema jedenfalls nichts zu tun. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ich glaube, ich sagte, dass der Datenschutzbeauftragte am 12. Am 12. 13. April Zeit für uns hat. Also die erste Frage, die, denke ich, zu klären wäre, ist, wollen wir dieses Angebot annehmen? Zweite Frage, und deswegen, das ist eine Kernfrage an euch alle, weil ich euch so am besten erreiche, wie die Fraktion einen entsprechenden Beschluss fassen, beziehungsweise hat ein einzelnes Mitglied der Fraktion oder mehrere Mitglieder der Fraktion Lust, zu dem Termin nach Erfurt zu reisen? Und drittens, falls das aus irgendwelchen Gründen nicht funktionieren sollte, also ich würde gerne nach Erfurt fahren, so ein entsprechender Gesetzentwurf landet eben wieder im Hauptausschuss, also insoweit in meiner Zuständigkeit. Und vielleicht, weiß nicht, kann man das jetzt kurzfristig beschließen, dass dann wenigstens Referenten dorthin fahren, weiß ich nicht. Das wäre jedenfalls, das sind die drei Punkte, weswegen ich das jetzt hier ansprechen wollte, weil er auch frühzeitig um Feedback gebeten hat diesbezüglich. Danke. Ich wollte es eigentlich nur unterschreiben, unterstützen. Finde ich eine gute Idee. Die Einladung gilt ausdrücklich für mehrere. Also können wir eine Gesprächsrunde draus machen. Fünfer Gruppe oder irgendwie sowas. Ja, finde ich gut. Ja. Ich stünde dafür zur Verfügung. Am 12., am 13. kann ich nicht. Ja, also grundsätzlich, was? Oh, Lukas, dann erst Lukas. Ich fände es auch eigentlich überlegenswert, dass halt nicht nur eben der jeweilige Fachabgeordnete dort mitfährt und natürlich der Referent, sondern das Ganze, dass man das Ganze auch noch dafür nutzt, um halt diesen Prozess zu begleiten, das heißt diesen Prozess zum Transparenzgesetz transparent zu machen. Und das würde halt eben mit dieser Reise anfangen. Vielleicht kann man das irgendwie aufgreifen und dann halt entsprechend dokumentieren in Form von Video oder in Form von, weiß ich nicht, Bildblock oder sonst irgendwas zu machen. Das wäre, glaube ich, eine spannende Geschichte und würde dann auch die Aufmerksamkeit für das Transparenzgesetz selbst halt nochmal zusätzlich steigern. Ja, bitteschön. Also ich habe am 12. Haushaltskontrollausschuss und am 13. Wirtschaftsausschuss. Mich würde das sehr interessieren. Aber ich glaube nicht, dass es Sinn macht, wenn dann irgendwelche Vertreter hier in die Ausschüsse gehen und ich da hinfahre. Also das, glaube ich, können wir dann machen wir so, dass ich hier bleibe. Gut. Ich glaube, das macht wenig Sinn, wenn jetzt jeder, der definitiv keine Zeit hat, sich meldet und sagt, dass er keine Zeit hat. Ich würde vorschlagen, wenn jetzt schon jemand in seinem Kalender guckt und sieht, yo, da kann ich, also wenn es dann von Dienstagabend bis Mittwochabend ist oder wie auch immer, dass die sich melden. Vielleicht finden sich dann da schon 2-3 Leute und dann in Begleitung von Gerd und vielleicht einem weiteren Referenten, das ist ja schon ein ganz gutes Team. Dann halten wir fest, dass wir den Termin wahrnehmen und eine Gruppe zusammenstellen. Gut. Machen wir das, was Lukas gesagt hat? Können wir tun. Trotzdem möchte ich noch eben hinzufügen, natürlich komme ich mit, als derjenige, der in dem Ausschuss dafür auch zuständig ist. Und ja, wir sollten da mit 2-3 Leuten tatsächlich hinfahren. Also durchaus jemand aus dem Ausschuss, aber natürlich auch die Leute, die sich dafür interessieren, plus Referent. Lass uns das so machen.
zu diesem, ein letztes möchte ich noch, zu diesem ganzen Gesetzesvorhaben beziehungsweise zu diesem Vorschlag, können wir da den Prozess auch begleiten? Also im Sinne von, wollen wir daraus auch noch, wir wollen daraus ja sicherlich auch noch was ziehen, wir wollen daraus was bauen. Können wir da den Prozess auch noch ein bisschen längerfristig begleiten, dass wir das dann vorher hier bei uns absprechen und dann hinterher auch mit dem LDI Thüringen absprechen, ob da irgendwie, was da passiert, was da die, wie da die weiteren Schritte sind? Vermutlich hatte der Datenschutzbeauftragte in Thüringen gehofft, dass sein Gesetzentwurf auch in den Thüringischen Landtag eingebracht wird. Es hat, nachdem er das, den Entwurf veröffentlicht hatte, auch eine Veranstaltung zumindest der regierungstragenden Fraktion in Thüringen gegeben. Tatsächlich wird jetzt wohl, das ist auf der Webseite des Landtags von Thüringen nicht, beziehungsweise noch nicht veröffentlicht, wird es wohl jetzt einen Antrag geben, der allerdings nur eine Absichtsbekundung enthält und diesen Gesetzentwurf eben nicht aufgreift. Man könnte jetzt sagen, das kommt uns bekannt vor und das Ergebnis ist vollkommen offen beziehungsweise absehbar. Aber das ist ein bisschen Spekulation. Ich glaube, ich habe jetzt vielleicht noch nicht vollumfänglich verstanden, was du meintest, aber ich glaube, dass es Sinn macht, wenn wir da wechselseitig also die unser thüringischer Ansprechpartner und wir im Kontakt bleiben und uns gegenseitig auch befruchten und das auch verfahrensmäßig sozusagen uns auf dem aktuellen Stand halten. Selbstverständlich soll dann auch hier in Nordrhein-Westfalen nochmal, das habe ich glaube ich eingangs zumindest angedeutet, dann entsprechender Gesetzentwurf eingebracht werden. Und der wird sicherlich auch ein Stück weit auf dem, vermute ich zumindest, auf dem Vorschlag aus Thüringen fußen. Also was ich meinte, ist der weitere Prozess, ob das jetzt zu einem Gesetzentwurf der regierungstragende Fraktion oder der Landesregierung in Thüringen wird. Und dann gäbe es ja einen Prozess, der da, oder irgendwas passiert ja damit. Der hat ja zum Gesetzentwurf vorgeschlagen und jetzt, also es verpufft ja nicht, es wird ja irgendwie eine Reaktion geben. Das kann er ja dann nur wissen und dann den Prozess, den meine ich, dass wir den mit ihm zusammen auch diesen Weg dann gehen und dass wir uns da informieren und informieren lassen, damit wir da auch was rausziehen können. Gut. Soweit? Du guckst noch auf deinen Zettel? Ja. Ja. Gut. Gibt es weitere Wortmeldungen zu dem Top? Das ist nicht der Fall. Dann beenden wir hiermit den öffentlichen Teil. Völlig passend. Und kommen in den fraktionsöffentlichen Teil. Ich verabschiede mich vom K-Office in Dortmund. Auf Wiedersehen. Das Kamerateam von Sat.1 ist raus. Das heißt, wir können jetzt wieder wild rumdiskutieren. Alles klar. Auf Wiedersehen K-Office, auf Wiedersehen Öffentlichkeit. Bis zur nächsten Woche.